Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gasthörerinnen und Gasthörer der Stadt Hildesheim, des Landkreises Hildesheim, auch Studierende, herzlich willkommen. Und zunächst darf ich Ihnen allen noch, es ist glaube ich noch Zeit, ein gutes, neues, gesundes, besseres, vor allem friedfertigeres neues Jahr wünschen. Das sei Ihnen allen von Herzen gewünscht. Herzlich willkommen zu dieser Vortragsreihe Europagespräche. Ich freue mich besonders, dass es gelungen ist, Maria Bakunik zu gewinnen. Jetzt sind wir aber im vollen Saft. Sollte es nicht angekommen sein, noch einmal an alle ein gutes, neues, friedliches, gesundes, friedfertiges, neues Jahr. Maria Bakunik freut mich besonders, meine Damen und Herren, dass ich sie Ihnen hier vorstellen kann, weil sie eine geschätzte Kollegin ist, die seit Jahrzehnten hochaktiv an der Universität Wien tätig ist. Sie hat das Studium der Geschichte und der historischen Fächer, vor allem der Altertumswissenschaften, also der alten Geschichte, der klassischen Archäologie und der Rechtswissenschaften an der Alma Mater Rudolfina absolviert in den Jahren 1978 bis 1982 mit Magistra. 1982 schon mal abgeschlossen. Sie hat auch, was bemerkenswert ist, in den Jahren 1980 bis 1983, also zeitweise parallel schon, den Ausbildungslehrgang für das österreichische Institut für österreichische Geschichtsforschung, IFÖG oder IÖG, wenn man es kürzer auch kürzt, besucht. Das ist sozusagen eine Art Vorschule für den späteren Archivdienst, was in Marburg das deutsche Archiv Institut ist das IÖG in Wien, der das dort absolviert hat, mit Quellen zu arbeiten, hat Quellen auszuwerten, hat praktisch eine eigene Arbeit nochmal zu schreiben, die einer zusätzlichen Masterarbeit zuzurechnen ist als Master of Advanced Studies. Sie hat promoviert im Jahr 1985 und im Jahr darauf war sie bereits Universitätsassistentin am Institut für Post- und Südosteuropa-Forschung der Universität Wien. Sie ist auch seither Archivarin dieses Instituts, und das ist immer wichtig. Wenn man Archivarin ist, verfügt man über weitere Quellen, und Archive sind nicht nur Schatzkästchen, sondern sie bieten auch immer wieder wichtiges Material in allen möglichen Konstellationen, die so auf ein Institut zukommen. Sie koordiniert seit 1989 bis heute das Lehrangebot für das Institut für osteuropäische Geschichte, wo Frau Bakunik tätig ist. Sie wurde schließlich dann auch außerordentliche Universitätsprofessorin am gleichnamigen Institut, hat unter anderem auch eine Gastprofessur an der Universität Klagenfurt im Studienjahr 2002-2003 inne gehabt. Seit 2005 ist Frau Bakunik hochaktiv als Gutachterin, externe Gutachterin für verschiedene europäische Forschungsagenturen und internationale und nationale Institute und Universitäten. Sie ist seit 2009 Mitglied des Doktoratsbeirates der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und auch seit dieser Zeit Leiterin des Wiener Austrian Central European Centers, also Mitteleuropa, Österreich und Mitteleuropa-Zentrum. Gastprofessuren schließen sich an, unter anderem im Sommersemester 2011 an der Universität Leiden in den Niederlanden. Seit 2012 ist Frau Bakunik auch Kuratoriumsmitglied der Stichting Österriske Studien in Leiden, also für Österreich-Studien in Leiden, in Niederlanden tätig, und drei Jahre später auch seit 2015 Mitglied der International Commission for the History of Universities, also Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte ist auch ein Anliegen. Seit 2019 schließlich Universitätsprofessorin für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Universität Wien. Sie leitet auch seit diesem Jahr das Stipendienprogramm, das nach Richard Blaschka, einem namhaften österreichischen Historiker, der sich mit Südosteuropa und Osteuropa befasst hat, in dieser Funktion als wissenschaftliche Leiterin, und sie ist seit 2020 auch Mitglied der Vienna Doctoral School of Historical and Cultural Studies, also der Doktorenschule für historische und kulturwissenschaftliche Studien mit dem Schwerpunkt Osteuropa, aber auch Eurasien-Forschung sowie gesellschaftliche und wirtschaftliche Räume.
Gemeinsam sind wir seit September 2021 auch Mitglied einer Doktorschule an der Andrássy-Universität in Budapest. Das freut mich, dass wir das auch gemeinsam in Angriff nehmen können mit Lehre ab Sommersemester 23. Ich darf erwähnen, was nicht selbstverständlich ist, dass Frau Lakunik allein 4 Listenplätze erreicht hat in ihrer akademischen Karriere, unter anderem an der Universität Passau, zweimal an der Universität Wien und einen Ruf bekommen hat von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena im Jahre 2000, den sie aber dann abgelehnt hat, was auch vorkommen kann in unseren universitären Systemen, die nicht immer so attraktiv erscheinen, wie es vielleicht manchmal von außen denkbar ist, erscheinen kann. Ich darf verweisen auf eine Vielzahl von Publikationen, Monographien, Herausgeberschaften, Editionen, Spezialaufsätze. Es würde hier wirklich den Abend füllen und einen eigenen Vortrag ausmachen. Ich darf auf die wichtigsten jüngeren und jüngsten Studien verweisen. Zunächst auf ihre Dissertation. Doktorarbeit beschäftigte sich mit dem Thema Dalmatien und Friaul, die Auseinandersetzungen zwischen Sigismund von Luxemburg und der Republik Venedig um die Vorherrschaft im adriatischen Raum. Schließlich darf ich verweisen auf eine Studie über Windisch-Kretz, ein Fürstenhaus im 19. und 20. Jahrhundert, das gemeinsam mit Hannes Stekel erarbeitet wurde. Die Dissertation ist 1990 erschienen, das eben erwähnte Windisch-Kretz-Werk 92. Eine Globalgeschichte von 1450 bis 1620 mit den Anfängen und Perspektiven ist in Wien 2002 gemeinsam mit Friedrich Edelmeier und Peter Feldbauer erschienen. Verweisen möchte ich gerne auf eine Publikation mit dem Titel Die gläserne Decke. Die gläserne Decke, Frauen in Ost, Ost-, Mittel- und Südosteuropa im 20. Jahrhundert, Querschnitte, Einführungstexte zur Sozialwirtschafts- und Kulturgeschichte. Das ist 2003 im Studienverlag in Innsbruck erschienen. Und die Habilitation, jene Schrift, die für die Lehrbefugnis für die Venia Docendi dienen soll, beschäftigt sich mit Ein Grand Seigneur der Diplomatie. Die Mission von Franz de Paula, Prinz von und zu Liechtenstein in St. Petersburg betreffen die Jahre 1894 bis 1898 erschienen in der Reihe Europa Orientalis, Berlin-Wien 2007. Das ist auch noch in weitere Fremdsprachen übersetzt worden, darf ich verweisen. Ich darf auch verweisen auf eine für deutsche Historiker wichtige Studie zu einem der zentralen Pariser Vorurteverträge, nämlich Versailles. Auf Englisch The Frustrated Peace. Der frustrierende Friede, Fragezeichen, The Political, Social and Economic Impact of the Versailles Treaty. Das ist 2021 in Wien, Hamburg entschieden. Und nicht zuletzt darf ich verweisen auf eine Herausgeberschaft mit 2 Kollegen zum Thema Habsburger Adel. Habsburgischer Adel zwischen Nation, Nationalismus und Nationalsozialismus betreffen die Jahre von 1870 bis 1938-1945, ebenfalls in Wien, Hamburg 2021 erschienen. Vieles andere mehr entnehmen Sie dem Lebenslauf von Frau Kollegin Bakunik auf der Website des Instituts für osteuropäische Geschichte, für Osteuropa-Geschichte der Universität Wien. Und heute hören wir einen Vortrag von Kollegin Bakunik zum Thema Habsburgischer Adel, ein Beitrag zur transnationalen Geschichte Europas. Maria, ich freue mich, dass du den weiten Weg von Wien nach Hildesheim auf dich genommen hast. Wir danken außerordentlich deiner Schwester, der Theresa Bakunik, die dich hierher begleitet hat und sozusagen die Chauffeuse war. Herzlichen Dank auch Theresa. Und jetzt freue ich mich auf deine Ausführung. Herzlichen Willkommen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einladung. Zunächst einmal den salbungsvollen Worten. Ich hoffe, ich werde Ihre Vorstellungen oder ich werde diesen Worten auch irgendwie gerecht werden. Ich bin das erste Mal in Hildesheim. Für mich, ich komme aus wissenschaftlich aus dem Mittelalter
weil ich mich habe ja mit einer mittelalterlichen Geschichte auch, mit der habe ich meine universitäre Karriere begründet. Und Hildesheim ist mir natürlich kein Unbegriff gewesen. Selbstverständlich habe ich dann auch ein bisschen nachgeschaut. Und ich war heute sehr beeindruckt, weil ich das erste Mal in ihren Domen, wenn ich so sagen darf, gewesen bin und hier gesehen habe, was auch dann wieder aufgebaut wurde und wie sich die Geschichte hier geteilt hat. Wenn man vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert arbeitet, so wie ich das eigentlich von meinem Anbeginn an getan habe, so sieht man dann die Longue Durée der Geschichte und das hat mich wirklich fasziniert. Und wir schwenken heute halt zu einem anderen Thema über, das hat mit Habsburg zu tun. Und im Rahmen dieses Themas werde ich natürlich den habsburgischen Adel vorstellen. Ich bitte Sie, diesen nicht mit der habsburgischen Dynastie zu verwechseln, auf das werde ich dann noch eingehen. Und ich werde auch auf das Label transnationale Geschichte ein bisschen eingehen, weil ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich das einbringen könnte. Es ist schwierig, eine Familie, die 640 Jahre über ein Land geherrscht hat, die nicht aus Österreich gekommen ist, sondern aus der Schweiz. Es ist schwierig, bei so einer Geschichte vielleicht das Europäische nicht suchen zu können oder suchen zu wollen, deswegen gehe ich auch dafür auf das ein bisschen ein. Sie haben der Ankündigung entnehmen können, dass ich hier einen Bogen spannen werde. Ich werde Ihnen zuerst den Adler mal vorstellen und der Zeitbogen reicht natürlich dann, auf den ich etwas näher eingehen werde. Ich kann Ihnen nicht 640 Jahre Geschichte hier erzählen in circa einer kurzen Zeit. Auf den werde ich aber ein bisschen näher eingehen, damit Sie sehen, wo auch vielleicht Mythen bestehen, wo vielleicht auch doppelt bestehen, wo vor allem aber etwas anderes noch besteht, viel Arbeit. Wir wissen sehr viel, viel zu wenig praktisch noch über die Entwicklung dieses habsburgischen Adels von der Verfassungsära praktisch bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. Noch eine kleine Erläuterung dazu, Sie haben drei Jahreszahlen. Die erste Jahreszahl 1938 steht für den Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland. Die Jahreszahl 1939 steht eigentlich dafür, dass das Protektorat Böhmen-Mähren entstanden ist, damit die Tschechoslowakei aufgehört hat zu bestehen. Und die Jahreszahl 1941 steht für Jugoslawien, Überfall Hitlers auf Jugoslawien. Ich könnte Ihnen jetzt natürlich noch eine andere Jahreszahl dazu liefern, und zwar das Jahr 1944 für Ungarn. Aber ich denke mir, hier werde ich dann auf, einfach aufhören mit diesem habsburgischen Adel oder ihn irgendwie vorzustellen. So, mitgebracht habe ich noch etwas. Ich habe Karten mitgebracht, Spielkarten. Es gibt eine berühmte Spielfirma in Österreich, die Spielkarten herstellt. Das ist Biatnik, das ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt. Und diese Kartenfirma gibt immer wieder zu irgendwelchen Anlässen Spielkarten mit Habsburgern heraus, habsburgischer Adel. Ich wollte Ihnen den habsburgischen Adel mitnehmen, aber leider hatten Sie zuletzt Lieferschwierigkeiten, wird das behauptet, mit der aktuellen Ukraine-Krise, was mich sehr belustigt hat. Also es gibt derzeit nur Elisabeth von Österreich, die eine Bayerin war, das heißt in das österreichische Kaiserhaus eingeheiratet hat. Ich kann das durchreichen lassen, am Ende gehören das, diese Karten der Familie Gehler für das Spielen zu Hause. Dankeschön. Ich komme jetzt einmal zum Terminus transnationale Geschichte. Was ist transnational? Das ist so ein tolles Modewort. Mir gefällt es auch sehr gut, vor allem, weil man nie ohne transnationale Geschichte derzeit einen Forschungsantrag beantragen kann. Dieser Terminus stammt aus den USA. Ursprünglich wurde in den 1990er Jahren für die Hinterfragung der nationalen Geschichte eingeführt, und zwar die Amerikaner haben sich gefragt, sie möchten nicht nur jetzt ihre Geschichte betrachten oder die Geschichte Chinas oder eines anderen Landes, sondern versuchen hier das irgendwie transnational zu überschreiten. Es hat dann 15 Jahre gebraucht, bis dieses Wort in die europäische Forschung einen Eingang gefunden hat, und 15 Jahre bedeutet auch, dass sich der Begriff verändert hat, anders zugeschrieben worden ist. Und dass er dann natürlich unterschiedlich, teilweise auch sehr beliebig eingesetzt worden ist. Dass der Begriff ein großes Potenzial hat,
hat sich nicht zuletzt dadurch auch erwiesen, weil man ihn mit verschiedenen Methoden erforschen kann. Sie wissen, in der Forschung ist es wichtig, so wie beim Kochen, das Kochrezept darzulegen, an wie, mit welchen Forschungsfragen, mit welchen Methoden gehe ich an das Thema heran. Und dann können Sie das untersuchen, und zwar meistens sind das Vergleichsstudien. Aber in der Geschichte ist der Vergleich nicht sehr gerne gesehen, deswegen weicht die Geschichte ganz gerne in fremde Wörter aus. Das heißt, wenn wir zwei Länder vergleichen oder zwei Phänomene vergleichen, sprechen wir dann häufig von der Entangled History oder der Shared History, das heißt von der geteilten oder der gemeinsamen Geschichte, anstatt beim Wort zu bleiben, dass wir doch den Vergleich anstreben. Allerdings hat die transnationale Geschichte wegen ihrer Offenheit für die Methoden auch große Probleme natürlich, weil wenn ich versuche jetzt eine Frage zu stellen und annehme, dass das Phänomen zum Beispiel hat es ähnliche Bestrebungen beim habsburgischen Adel, auch beim deutschen Adel gegeben. Ich kann dort nicht alles miteinander vergleichen. Das ist einmal das erste Problem, dass man hier eine Fragestellung irgendwo erst konstruiert und das wird dann ein bisschen künstlich gemacht. Das zweite ist auch ein großes Problem, das hat etwas mit der Sprache zu tun. Wenn Sie transnational arbeiten, überschreiten Sie nicht nur Grenzen, sondern auch Sprachgrenzen, Sprachbarrieren. Und das dritte ist das Wort national im Adjektiv transnational. Was ist damit eigentlich gemeint? Und wir werden sehen, dass das beim Adel natürlich sehr gut zutreffen kann, weil der Adel hat immer von sich behauptet, er sei nicht national einzufangen, er steht über den Nationen, der Adel ist supranational. Und jetzt können Sie darüber auch streiten, wie man so etwas alles einbringen kann in die Geschichte. Ich finde, dass man die transnationale Geschichte sehr gut eben für die Adelsuntersuchungen einstellen kann. Ich habe mich dazu auch entschlossen. Und jetzt komme ich noch zum Begriff habsburgischer Adel und den werde ich Ihnen dann ganz genau erläutern. Man könnte jetzt sagen, auch der österreichische Adel. In der österreichischen Geschichtswissenschaft oder Forschung wird häufig vom österreichischen Adel gesprochen. Ich gebe auch zu, dass Österreich, der Begriff Österreich älter ist als Begriff Habsburg. Der Begriff Österreich taucht erstmalig im Jahr 1996 in der Urkunde für Neuhofen, also eine freisinnische Urkunde mit dem Begriff Osterrieche auf. Gemeint war aber nur ein kleiner regionaler Streifen. Österreich ist dann gewachsen, so wie alle anderen Länder in Europa auch. Und Habsburg können wir erstmalig eigentlich 1170 nachweisen. Und das heißt, aber wenn Sie zum Beispiel nach 1918, als in Österreich der Adel abgeschafft wurde und in den meisten Nachfolgestaaten der Habsburger Monarchie auch der Adel abgeschafft wurde, da habe ich tatsächlich Probleme vom österreichischen Adel zu sprechen. Ja? Und deswegen ist es für mich viel einfacher, von jenem Adel zu sprechen, der den Habsburgern auch weiterhin treu geblieben ist. Und ich werde heute auch sehr oft noch ein Wort bemühen, und zwar treu den Habsburgern, also treu dem habsburgischen Thron und dem katholischen Altar. Das heißt, Habsburg freundlich und katholisch. Das macht dann den Adel Ostmitteleuropas grosso modo aus, ganz im Gegensatz zum deutschen Adel zum Beispiel, der bis auf Bayern und ein paar andere Fürstentümer vorwiegend protestantisch war. Also zwischen diesen beiden Entitäten gibt es ganz große Unterschiede. Und jetzt komme ich zum Begriff, was verstehen wir unter dem habsburgischen Adel, was macht eigentlich den habsburgischen Adel aus? So kann man sich den habsburgischen Adel um 1900 vorstellen. Bei Hofe, hier ist eine Vermengung, Sie sehen ganz in der Mitte drinnen die große Figur von Kaiser Franz Josef, da steht mitten im Adel, der eben seine Reverenzen macht. Das ist ein buntes Bild, so wie sich der Maler Wilhelm Gause das vorgestellt hat. Dann beginnt eben dieser habsburgische Rahmen oder der Referenzrahmen der Habsburger für Österreich.
Ich habe immer schon vorhin erwähnt, habsburgischer Adel kann ein weites Feld darstellen, vor allem weil wir können diesen Begriff weder geografisch richtig verorten, noch zeitlich richtig einordnen. Ich habe ihn für mich zeitlich dann nach 1918 ebenso genannt. Und das verhält sich ein bisschen so wie mit der 640 Jahre dauernden Herrschaft der Habsburger über Österreich. Die Herrschaft der Habsburger begann im Jahr, oder sage ich jetzt einmal eigentlich am 26. August 1278, als der nicht frisch gewählte, aber schon 5 Jahre im Amt befindliche Habsburger als römischer König gegen den böhmischen König Przemysl Ottokar II. In der Schlacht bei Machfeld, das ist bei uns in der Nähe von Wien, ich habe auch ein Bild hier mitgebracht, praktisch gewonnen hat. Gewonnen hat er nicht, weil er jetzt nur auf eine große Anzahl von treuen Adeligen zählen konnte, sondern auch, weil der Przemysl II. Vom Schlachtfeld geflüchtet ist. Er hat die Ausweglosigkeit gesehen und er wurde dann hinterrücks von einem Adeligen, der vorhin zum böhmischen König zugehörig war. Von diesem wurde er ermordet, weil Przemysl Ottokar sich einen großen Fehler geleistet. Er hat einem Adeligen, den Steirer Sigmund Marenberg, in Prag mit einem Pferd vierteilen lassen. Und die Familie, ja, das war damals die übliche Praxis, wenn man einen Adeligen bestrafen wollte. Und er hat das ja nicht selbst durchgeführt, er hat es durchführen lassen und daraufhin hat sich dann die Familie ebenso gerecht. Das heißt, er ist eigentlich nach ritterlichen Vorstellungen damals hinterrücks ermordet worden. Das ist so wie im Wild-West-Film, also man erschießt jemanden nicht von hinten, sondern man ist im Vis-à-vis mit seinem Gegner. Damals begann eben die Herrschaft der Habsburger. Und die Habsburger haben dann eben das Erbe der Vorgängerdynastie angetreten, das waren die Babenberger, haben zunächst einmal Österreich und die Steiermark bekommen und im Zuge der Jahre ist es ihnen gelungen, dann auch andere Länder zu bekommen. Aufgehört hat diese Herrschaft, da gehe ich jetzt auch hier weiter, mit der Verzichtserklärung von Karl dem I. Habsburg und zwar am 11.11., glaube ich es, ja, am 11. kriegt er wie ein, wie heißt das, ein Faschingswitz natürlich, 1918, und zwar, er hat nur an den Staatsgeschäften verzichtet. Er hat nie für den Thron einen Verzicht geleistet, vor allem weil man der Meinung war, dass man auf diesen Thron nie verzichten kann, weil der Thron ist von Gott gegeben und etwas, was von Gott gegeben ist, kann der Mensch eigentlich praktisch jetzt hier nicht mehr auflösen. Während dieser langen Zeit, natürlich von 1278 bis 1918, haben sich die Habsburger in ihrem Raum sehr ausgebreitet und es ist ihnen auch gelungen, und zwar weil sehr viele adelige Geschlechter ihnen dann eben auch zugewachsen sind, weil man ihnen etwas auch bieten konnte, aber sie haben zwei wesentliche Heiraten eingefädelt und das bedeutet, im Jahr 1496 hat Maximilian die spanischen Heiraten, hat man Spanien für ein paar Jahrhunderte erheiratet und im Jahr 1515 wurden dann die ostmitteleuropäischen Kronen erheiratet und zwar die ungarische Stephanskrone und die jagellonische böhmische Wenzelskrone, die ja auch von den Jagellonen damals inne gehabt war. Parallel dazu sind die Habsburger dann Herzöge gewesen, dann Erzherzöge und haben ihren Herrschaftsbereich in den österreichischen Erbländern zu arrondieren begonnen. Arrondieren bedeutet, dass man versucht, einen Herrschaftsbereich abzusichern und so fix zu machen, dass man keine fremden Grundherrschaften in diesem Bereich hat, also die einen im Prinzip an der Herrschaftsausübung stören könnten. Bis 1515 ist das den Habsburgern tatsächlich gelungen, und zwar indem sie konkurrierende Adelsgeschlechter entweder ausgeschaltet haben, das war sehr praktisch, oder sie haben Erbverträge geschlossen und diese Erbverträge sind dann meistens zu ihren Gunsten ausgegangen. So dass man sagen kann, dass die Habsburger dann, außerdem sind sie noch bis zur Adria vorgestoßen, indem sich Triest ihnen unterstellt hat. Also bis 1500 kann man sagen, waren die Habsburger ein wichtiger Faktor in der europäischen Geschichte. Dazwischen haben sie aber, noch bevor ihnen das alles gelungen ist,
haben Sie die Wahlmonarchie des Römischen Reichs, das wissen Sie ja vielleicht, das Heilige Römische Reich war eine Wahlmonarchie, man ist zur Wahl dorthin gekommen, haben die Habsburger diese Wahlmonarchie quasi in eine Erbmonarchie umgewandelt, und zwar von 1438, der erste Habsburger, der als Kaiser im Heiligen Römischen Reich figuriert hat, das war Albrecht, und das bis dann bis zum Jahr 1806, bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reichs. Dazwischen gibt es nur eine ganz kurze Phase, dass ein Wittelsbacher diese habsburgische Wahlerbmonarchie unterbricht, und das ist für 2 Jahre. Und danach kommt dann schon wieder eine habsburgische Person an den Thron, zwar nicht gebürtiger Habsburger, aber durch den Ehemann von der Maria Theresia. Und damit wird Maria Theresia, die nie Kaiserin in ihrem Leben gewesen ist, eigentlich als Kaiserin genannt. Also das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Wie konnte so etwas gelingen, dass man eine Wahlmonarchie durch Jahrhunderte, wir sprechen hier von 4 Jahrhunderten, praktisch unterbuttern kann? Das gelingt nur, indem sie diejenigen, die sie zum König oder Kaiser wählen, jetzt sage ich jetzt nicht bestechen, aber Privilegien bestätigen. Und dann, wenn man noch ein weiteres Privileg bestätigt haben wollte, dann gibt man noch ein bisschen was dazu. Das heißt, die Habsburger werden dadurch ständige, sage ich einmal, Schuldner von irgendwelchen Bankhäusern, also Maximilian bei den Fuggern und so weiter. Das heißt, das kostet etwas, jedes Privilegium kostet, es rinnt einem etwas ab. Möglich wurde das aber durch eine interessante Sache, wie habe ich heute hier auch gelernt, dass gerade für die Ottonen Hildesheim sehr wichtig gewesen ist. Das reißt unter den Ottonen ein, wenn ich das so sagen darf. Ja? Weil die Ottonen beginnen bereits zu Lebzeiten, den ottonischen Kaiser, einen Nachfolger zu wählen, der später ihnen nachfolgen sollte als Kaiser. Das heißt, man wird nicht einmal mehr richtig als König gewählt oder als Kaiser, sondern der Vater bestimmte zu seinen Lebzeiten den Nachfolger, meistens den Sohn. Das nennt man dann die berühmte Vivente Rege oder Vivente Imperatore Regelung. Das ist so eine Regelung, bei der man sich absichert. Das ist nicht immer ganz glatt verlaufen, manchmal hat es länger gedauert, nicht in einer Kontinuität, aber bei den Habsburgern hat es eine auffällige Kontinuität. Das haben natürlich auch die anderen europäischen Herrscher versucht in ihrem Herrschaftsbereich. Ich denke hier an die Jagellonen. Und bei den Jagellonen hat das dann letztlich bedeutet, dass sie praktisch fast die ganze Macht an den Adel verloren haben. Also hier sehen Sie schon den Unterschied. Alles sind Adelsgeschlechter, aber einer setzt sich durch, wird Kaiser oder König. Und in dem Moment, in dem man diese Position innehat und sie halten will, in dem Moment wird er zum Feind des eigenen Adels. Also nicht zum Feind, aber es gibt hier schon eine praktisch eine schwierige Situation. Die Habsburger haben dann, noch bevor das Heilige Römische Reich aufgelöst wurde, ein eigenes Kaisertum Österreich begründet. Österreich ist nie ein Königtum gewesen, das ist auch ganz wichtig zu wissen, aber sie waren Könige, weil sie haben ja die ungarische und die böhmische Krone ja praktisch bekommen. 1804 eben Kaisertum Österreich, und dieses Kaisertum Österreich natürlich kämpft schon mit ganz schwierigen innenpolitischen Troubles, die entstehen infolge der napoleonischen Kriege und was sich dann eben in Europa tut. Und 1867 gibt es dann den Ausgleich mit Ungarn, das heißt, die Habsburger werden praktisch gezwungen, mit den Ungarn einen Ausgleich einzugehen, weil die Ungarn haben gedrängt und haben gesagt, also sie würden sich dann eine Sezession überlegen, die haben nicht aufgehört seit 1848. Und dieser Ausgleich mit Ungarn bedeutet eigentlich, dass die übrigen slawischen Völker, das möchte ich noch sagen, die Habsburger Monarchie war bevölkerungsmäßig überwiegend von Slawen bewohnt, die fühlten sich hier übergangen, und damit beginnt der ganze Quell der Unzufriedenheit in dieser Habsburger Monarchie. Und naja, das Ende wissen Sie, 1918 gehen die Habsburger dann eben mit den anderen Reichen, man darf es fast nicht sagen, aber fast baden. In diesen 640 Jahren, diese Entwicklung, die ich Ihnen jetzt ganz schnell gesagt habe, über die Dynastie, das wäre nie möglich gewesen, wenn sich die Habsburger nicht einen Adel praktisch angeeignet oder angezüchtet hätten, darf man fast sagen, oder an sich gezogen hätten, wenn ihnen dieser Adel nicht zugearbeitet hätte. Und das braucht man, um die Herrschaft auszuüben. Weil der habsburgische Herzog, Erzherzog oder Landesfürst, der könnte nicht auf einmal überall in demselben Land sein oder regieren.
Also hat er sich dann in den Erbländern, so wie man das dann zu pflegen sagte, hat er sich dann Stellvertreter hingesetzt. Und diese Stellvertreter standen meistens aus sehr guten adeligen Familien, gehörten zum Hochadel an und die haben dann eben diese Funktion auch ausgeübt. Und natürlich haben sich diese Eliten mit der Zeit auch etwas gewandelt. Und dazu kam es auch noch, dass diese habsburgischen Adeligen dann auch einen Hofstaat bildeten. Der habsburgische Hofstaat ist eine interessante Formation, die entsteht im Laufe dieser Jahrhunderte. Und dieser Hofstaat, also da muss man ganz ehrlich gestehen, jeder, der an diesem Hof beschäftigt war, ob er jetzt adelig war oder nicht, war meistens päpstlicher als der Papst. Das heißt, es konnte kein einfacher Mensch dorthin kommen. Das heißt, meistens waren auch die Portiere noch sehr höfisch angehaucht. Aber das hat eine eigene, es gibt dazu jetzt momentan ganz moderne Forschungen, die zeigen, wie sich dieser habsburgische Hof auch entwickelt hat. Die Habsburger haben diese adeligen Familien dann auch benutzt für ihre Reisen. Diplomatische Reisen, heikle diplomatische Reisen, heikle Friedensgespräche oder heikle Heiratsgespräche. Sie kennen ganz sicher diesen Ausspruch, und zwar Bella Gerant Ani, Ali, tu Felix Austria Nube. Das ist ein antiker Spruch, den hat man dann eben auf Maximilian den I., weil man gesagt hat, dass, dass Österreich eben immer glücklich heiratet. Das stimmt auch nicht, aber dazu gehörten selbstverständlich auch irgendwelche. Ja, das sind die habsburgischen Erbländer, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie dieses Habsburg angewachsen ist. Und zwar das Rote ist, womit man begonnen hat. Und dann alles, was ein bisschen weniger rot ist, sehen Sie ein bisschen ins Rosa taucht. Das sind dann die Länder, die dazugekommen sind im Laufe des Mittelalters. Es gibt eine tolle Studie, wie diese Länder entstanden sind. Das sieht man heute auch noch in der Österreich, in den österreichischen Ländern. Wir haben 9 Bundesländer und alle 9 Bundesländer sind sehr unterschiedlich. Und dann alles, was das Geld kommt, in gelben Farben ist, das ist ein bisschen später gekommen. Das ist die österreichisch-ungarische Monarchie, das zeige ich Ihnen jetzt einmal schnell. Das ist das mittlere gemeinsame Wappen, das noch 1918 praktisch im Gebrauch gewesen ist. Hier sehen Sie zwei Kronen. Sie sehen die Krone des Kaisertums Österreichs, aber diese Krone ist nicht extra 1804 hergestellt worden, sondern es ist die rudolfinische Krone, die man hatte noch aus 1602 oder 1603. Und das andere ist die Stephanskrone mit dem schiefen Kreuz. Da gibt es ganz unterschiedliche Behauptungen, warum diese Stephanskrone das schiefe Kreuz bekommen hat. Das symbolisiert das Königreich Ungarn. Und zum schiefen Kreuz nur so viel. Die ungarische Stephanskrone ist die meistgereiste Krone dieser Welt. Sie war schon in Amerika, aber sie war auch unterirdisch sehr viel. Sie war in einem Fass vergraben, man hat sie versteckt, eigentlich unter einem Baum. Letztlich, dass der protestantische Adel im Zuge eben dieser ganzen Erlässe die habsburgischen Länder verlassen muss. Der Adel hatte es leichter, nicht so leicht hatten es die Untertanen dieser Adeligen. Ich bin über Pirna nach Hildesheim gekommen. Das war für mich sehr wichtig, weil ich habe über Pirna auch einmal gearbeitet, und zwar einen Aufsatz, wohin nicht die Adeligen, aber die Bevölkerung, die nicht katholisch werden wollte, sondern protestantisch bleiben wollte, die sind alle ins sächsische Pirna dann sofort gegangen. Also auch das zeigt es, dass dazu haben die Habsburger wesentlich beigetragen. Aber es ist so, dass zum Beispiel die Habsburger dann auch ihren Adel im Zuge des 30-jährigen Krieges dazu gezwungen haben, dass sie das Land verlassen, und stattdessen hat man dann den Grundbesitz dieser Adeligen halt aufgeteilt. Aufgeteilt hat man den Grundbesitz zunächst auf die einheimischen Adeligen und viel Grundbesitz ist gekommen dann an andere Adelige, die katholisch waren, und diese katholischen Adeligen stammten aus Frankreich, aus Irland, aus Spanien, aus Portugal oder aus Italien. Die größten Schwierigkeiten hatten wohl die Iren, sie konnten sich nicht an die böhmischen Verhältnisse anpassen. Also da ist das erste Mal. Aber die anderen haben sich
dann relativ bald in der zweiten oder dritten Generation an, eben an die böhmischen Länder gewöhnt, zumal es große Besitzungen gewesen sind mit schönen Schlössern natürlich. Das war schon etwas ganz Hervorragendes. Ich würde die Reformation und Gegenreformation als Klärung, Zäsur und auch als Flaschenhals verstehen. Warum Flaschenhals? Weil die habsburgische Adel hat dadurch, dass er katholisch geworden ist, hat er sich seiner Chancen von Konnubien begeben mit protestantischen. Also es hat nur mehr katholischer Adel mit dem katholischen geheiratet oder katholischer Adel mit konvertierten katholischen Adel. Das heißt, hier wurde der Heiratsmarkt im Adel auch ein bisschen enger. Ich sage das immer, dass sich das sehr verengt hat und führt auch dazu natürlich, dass manche Familien auch sehr viel verheiratet waren. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es hier zu einer zu starken familiären Verheiratung gekommen ist, wohl aber innerhalb der Dynastie selbst. Der habsburgische Adel hat ein weiteres Signum, er hat ein sehr engmaschiges Verwandtschaftsnetz gepflegt zwischen verschiedenen herkünftigen Familien, hat man eben dann in der Gegenreformation das katholische Konnubium gehabt und die Integration der habsburgischen Adeligen ist auch befördert worden, indem man die Habsburger von ihren Adeligen nicht verlangt haben, dass sie den Titel übersetzen. Das heißt, ist jemand aus Italien gekommen, blieb er weiterhin entweder der Principe, also man hat es nicht den Fürst übersetzt, oder der Marchese, oder der Duca, oder der Conte. Übersetzungen waren nur bei zwei Adelsgruppen erforderlich, und zwar bei denjenigen Personen, die aus der Republik Ragusa gekommen ist, und bei den Herzögen von Mailand. Da hat man dann ins Deutsche übersetzt. Jetzt können Sie sich vorstellen, die Monarchie ist gewachsen, sie ist vor allem nach den polnischen Teilungen 1772 ja noch viel größer geworden, und zwar um polnische, also galizische Teile. Und da haben dann natürlich schon die Probleme angefangen, macht man jetzt den galizischen, ist er jetzt der galizische Graf, ist er jetzt ein Graf, ist er ein Baron oder ist er überhaupt gar nichts? Also, und das Interessante ist, das waren schon damals die Probleme, aber die Probleme fingen dann nach der, sage ich mal im 20. Jahrhundert mit der deutschsprachigen Historiografie auf. Und das heißt, man hat dann den slawischen Adel dann immer ein bisschen so hinuntergetan. Wir nennen das in der Forschung das Phänomen, das Slavica et Italica non legunto. Das heißt, man liest weder slawische noch italienische Literatur. Und hier passierte vor allem einem österreichischen Staatsmann eigentlich Unerhörtes. Es gibt den Grafen Kasimir Schwadeni, jetzt gehen wir ein bisschen weiter, das ist dieser Mann. Der war österreichischer Ministerpräsident von 1895 bis 1897, musste aber dann das Parlament räumen, weil er hat Sprachverordnungen, slawenfreundliche Sprachverordnungen für Böhmen und Mähren erlassen, und da sind dann die Tintenfässer im österreichischen Reichsrat geflogen, nicht, weil man sich dagegen verwehrt hat. Und da hat dann die Historiografie, die österreichische, angefangen darüber zu rätseln, war das überhaupt ein richtiger Graf oder nicht ein irgendwie dahergelaufener Pole. Ja? Und stellt sich heraus, er stammte ursprünglich aus einem sehr alten Geschlecht, sieht man auch bei Badeni, weil normalerweise hätte er wahrscheinlich eine andere Endung. Das heißt, Sie sehen, so etwas ist jemandem auch danach noch passiert, wenn man schon längst nicht mehr gelebt hat und abgeschafft gewesen ist. Man sieht hier, dass hier auch nationalisiert wurde. Und dasselbe passierte, wie ich gesagt habe, auch den Jugoslawen, zum Beispiel vor allem den Böhmen. Der habsburgische Adel war aber im Gegensatz zum brandenburgisch-preußischen nicht so sehr im Heer vertreten. Und darüber wird gerätselt, warum das so ist. Und es gibt da mehrere Annahmen, und wahrscheinlich stimmen auch alle Annahmen, dass der habsburgische Adel vermögender war und somit dem Druck des Dienstes nicht so sehr ausgesetzt war. Außerdem, seine weit verstreuten Besitzungen haben es ihm tatsächlich erlaubt, er hatte Revenuen, also Einnahmen bekommen, haben es ihm erlaubt,
dass er teilweise praktisch auch ausweichen konnte oder der Adel hat sich in den Verwaltungsdienst eingebracht. Das heißt, es gibt nur einige hochadelige Familien, die sehr stark an diesem Militärischen gehalten haben. Das waren in etwa zum Beispiel die Windischgrätz. Aber da sieht man da schon den Unterschied. Eine Familie, die stärker militärisch ausgerichtet war, zwar hochadelig ausgerichtet war, dass diese Familien weniger, sage ich einmal, Studierte in der, es gibt wenig studierte Adelige, also das war auch noch ein, ist ein eigenes Thema, ja. Aber im Vergleich zu den Liechtensteinern oder zu den Schwarzenberg muss man schon sagen, also dass diese militärische Denkweise, einige andere Denkweisen oder dieses freie Nachdenken oder vielleicht Mäzenatentum verhindert hat, also dass man etwas gegründet hat zum Beispiel oder dass man sehr viel für eine Bibliothek ausgegeben hätte. Das hat dann dort gefehlt. Natürlich haben dann die politischen und die gesellschaftlichen Entwicklungen im Laufe des 19. Jahrhunderts diesen Geburtsadel sehr stark in Bedrängnis gebracht. Jetzt habe ich das erste Mal das Wort Geburtsadel verwendet, weil wir haben ein zweites großes Phänomen im 19. Jahrhundert in der zweiten Hälfte und das hält dann bis zum Ende der Monarchie an. Es gibt den sogenannten systemmäßigen Adel, das ist derjenige Adel, der nobilitiert wird. Und das sind die Ritter meistens, die man Ritter nennt. Und diese Herrschaften haben dann, nennt man den Briefadel. Das heißt, man ist nicht von Geburt als Adeliger auf die Welt gekommen, sondern war ein Briefadeliger. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass zwischen diesen beiden Gruppen es sehr gewisse Tensionen gegeben hat, natürlich, weil weil man sich ein bisschen schräg angeschaut hat, man hat sofort gewusst, wer nicht zu den Hochadeligen gehört oder wer eben zu diesen systemmäßigen Adeligen gehört. Und das ist auch diesen Herren aufgefallen, und zwar dem Herrn Graf Karl Prinz zu Hohenlohe-Ingelfingen. Dieser war im Jahr 1854 als preußischer Militärattaché in Wien akkreditiert und ich zitiere, Sie können das mitlesen, wenn Sie wollen, der hat mehrere Sachen geschrieben, unter anderem auch das, dass die Wiener höchste Aristokratie sehr abgeschlossen war, erwähnte ich bereits, wollten noch Schönburgs, Schwarzenbergs, Liechtenstein und so weiter den Minister Bach nicht bei sich empfangen. Da nun aber eine Anzahl Familien sich bis in die leitenden Kreise hinaufgearbeitet hatten und der Verkehr mit ihnen nicht zu vermeiden war, auch in Wien mehr geadelte Bankiersfamilien lebten als in anderen Hauptstädten, die durch ein enormes Vermögen auch Einfluss hatten, so konnte man nicht umhin, auch diese Kreise zur ersten Gesellschaft zu rechnen, die sich aber danach in zwei Kategorien teilten. Diese beiden Kategorien verkehrten miteinander so weit, dass die Herren der Ersten mit in die Zweite gingen, die der Zweiten in die Erste hie und da eingeladen waren. Niemals aber sah man eine Dame der Ersten in der Zweiten oder eine der Zweiten in der Ersten. Heiratete ein Herr aus der Ersten eine Dame aus der Zweiten, so fand seine Familie nicht Zutritt in der Ersten. Am kaiserlichen Hof soll bei den großen Hofbällen, Sie haben vorhin einen Hofball gesehen, auch die zweite Kategorie geladen worden sein. Zu den kleineren sogenannten Kammerbällen hatten sie keinen Zutritt. Diese zwei Klassen in der ersten Gesellschaft waren gewiss eine nur Wien angehörige Erscheinung. Zitat Ende. In dem kann man eigentlich nur zustimmen. Eine sehr tolle Beobachtung von einem Militärattaché, der häufig bei Hof anwesend gewesen ist. Die Verfassung ab 1861 half dem habsburgischen Adel dann, seine politische Bedeutung zu wahren und auch sein politisches Partizipationsprofil zu schärfen. Der österreichische Reichsrat war in zwei Kammern geteilt, also entsprechend dem britischen Parlament ist es so gewesen, dass eben, also im House of Lords saßen dann eben die, also im Herrenhaus, saßen 106 Familien, die aus kaiserlichen Prinzen, Kirchenfürsten und einigen wenigen bürgerlichen mit erblichen Sitz vertreten waren. Es hat nur drei souveräne Häuser dort gegeben. Das waren die Liechtenstein, die Sachsen-Coburg-Gotha und die Schaumburg-Lippe. Insgesamt dann noch 32 Fürstenhäuser, 68 gräfliche Familien, 9
freiherrliche Geschlechter, also 9 Barone und 3 markgräfliche Geschlechter. Diese haben die Crème de la Crème des österreichischen Herrenhauses abgemacht und nach den Parametern des genealogischen Taschenbuchs Gotha gehörten angeblich nicht alle zu den hochadeligen Familien. Das ist bis heute eine große Diskussion, was gehört zum Hochadel oder nicht. Das muss man dann den Studierenden immer ganz schwierig erklären, wenn man entsprechende Lehrveranstaltungen hat. In Österreich ist dann, habe ich Ihnen vorher erzählt, der Ausgleich mit Ungarn geschaffen worden und in diesem Jahr hat man für die österreichische Hälfte auch Staatsgrundgesetze, die Dezemberverfassung eingeführt. Und interessanterweise von den 5 Staatsgrundgesetzen ist heute, bis heute noch ein Teil dieser Staatsgrundgesetze in Kraft. Das sind über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger mit einer ganz kleinen Abänderung. Und im Artikel 2 bereits im Jahr 1867 stand, dass vor dem Gesetz alle Staatsbürger gleich sind. Aber der Adel hat das ganz anders für sich gehabt, der hat weiter abgeschottet gelebt, das heißt, man hat diese segregierende Praxis beibehalten, und zwar bis zum Ende der Monarchie, was natürlich noch viel zu diskutieren ist, obwohl der Adel für den Adel die Realität wesentlich rauer geworden ist, und zwar warum? Er hat große Konkurrenz bekommen, und zwar im vermögenden, liberal ausgerichteten und auch teilweise jüdischen Bürgertum. Und dieses Bürgertum hat die adelige Lebensweise perfektioniert. Das heißt, die haben den Adel teilweise vorgelebt, wie man lebt. Also die haben Häuser gebaut, also Palais gebaut, keine Häuser. Und haben sich praktisch, sie haben besser dargestellt, was eigentlich sie den Adel im Spiegel vorgehalten. Das war das Problematische für den Adel. Also das heißt, aber zwischen diesen beiden Schichten ist es nicht immer zu Annäherungen gekommen. Es gibt kleinere Annäherungen, wir wissen noch viel zu wenig darüber. Und der Adel hat gewusst, also irgendwie muss er sich selbst jetzt auf die Füße stellen, sich selbst behaupten. Und natürlich ist das immer schwieriger geworden, weil dieses vermögende Bürgertum hat auch Einlass bei Franz Josef am Hof gefunden. Warum? Weil sehr viele natürlich nobilitiert wurden. Die Adeligen haben sich dann in 2 Gruppen geteilt politisch, weil wenn man in einem Parlament sitzt, ist es ja wichtig, dass man sich auch teilt. Sie haben sich in die Feudalkonservativen und die für den verfassungstreuen Adel haben sie sich dann geteilt. Die Feudalkonservativen waren slawenfreundlich, die verfassungstreuen waren eher deutsch-liberal orientiert, aber da sieht man dann, also dass die Feudalkonservativen, die ja in ihren Landtagen, man ist ja dann auch Adeliger gewesen im böhmischen Landtag oder im krainischen Landtag oder so, die haben dort immer die Slawen unterstützt, aber wie sie dann gemerkt haben, dass diese nachwachsende junge Generation in den Landtagen nationale Forderungen gestellt hat, auch antimonarchisch agiert hat, die haben dann gesagt, also mit ihnen wollen wir nichts am Hut haben. Und da wachsen dann diese beiden Gruppen dann manchmal wieder zusammen. Das heißt, die Feudalkonservativen und die anderen wachsen zusammen. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie sehr war die politische Partizipation des Adels gegeben, das ist eigentlich so wie heute, wenn Sie ins Parlament schauen. Also das heißt, es ist vom begeisterten Herrenhausabgeordneten bis hin zu nie erschienenen Personen die Rede. Und aber wir haben das empirisch noch nicht mit meinen Studierenden erforschen können, aber es zeigt sich, dass diejenigen Adeligen, die im österreichischen Herrenhaus aktiv mitgewirkt haben, auch in den Landtagen aktiv gewesen sind und dass nach dem Zusammenbruch der Monarchie in den Familien, in denen eine aktive politische Partizipation gegeben war, dann diese Adeligen als nicht mehr Stand, natürlich als gesetzlicher Stand, versucht haben, sich politisch zu engagieren. Das heißt, das hat über die Grenzen hinweg getragen, über Sprachgrenzen, über nationale Grenzen und auch über Standesgrenzen ist das erhalten geblieben. Das heißt,
Die Motive, nach 1918 sich einzubringen, waren dann ungleich schwieriger. Und zwar, es ist ja sind ja Nationalstaaten entstanden. Ich nenne das gerne Nationalitätenstaaten, weil nach 1918 ist in jedem neu entstandenen Nachfolgestaat nicht jetzt nur eine nationale Mehrheit dort gewesen, sondern sie hatten mit mehr nationalen Minderheiten zu tun. Und deswegen ist das die multilinguale oder die multinationale Habsburger Monarchie in kleineren Staaten praktisch, hat sich dann weiter hier bewegt. Und warum die Adeligen dann auch so unter Druck geraten sind nach 1918, war, weil sie mussten sich einer Staatsnation zuordnen. Im ersten Artikel des Staatsgrundgesetzes von 1867 steht, dass die Angehörigen Cisleithaniens österreichische Staatsbürger sind. Nach 1918, nachdem diese Monarchie am 11.11. aufgehört hat zu bestehen, heißt das, dass ab 12. zumindest nicht mehr alle Staatsbürger Österreichs waren, sondern vielleicht Staatsangehöriger von Polen, von Jugoslawien oder eben von Ungarn und so weiter und so fort. Das heißt, für den nationalen, also für diesen supranationalen habsburgischen Adel oder den Adel, der keine Nation kannte, ist nach 1918 frei nach Stefan II die Welt von gestern untergegangen. Man muss das ehrlich so sehen. Und interessant ist, wenn man das beobachtet, wie sehr sich dieser Adel, der vorher über alle Grenzen zusammengearbeitet hat, plötzlich angefangen hat, auf seine nationalen Grenzen zu fokussieren. Das heißt, man hat dann plötzlich nicht mehr jetzt als Österreich in dem weitesten Sinn agiert, sondern dann wurde man zunehmend tschechischer, jugoslawischer und was noch dazu kommt, viele Adelige haben ja nicht nur einen Reisepass besessen, sondern gleich mehrere, drei oder vier, und zwar den österreichischen, weil die hatten dort den Besitz, österreichischer Reisepass, ungarischer Reisepass, jugoslawischer Reisepass und dann auch noch ein tschechischer Reisepass. Und manche haben dann auch noch den italienischen Reisepass angenommen, wenn man Besitzungen in Jugoslawien gehabt hat. Und mit den Reisepassen konnten sie dann natürlich feine Grenzen wechseln. Nicht? Sie sind von einer Land zum anderen gefahren. Und das hat natürlich auch gewisse Sachen, Probleme mit sich gebracht. Die Chancen, dass man sich zu einem Adel zu einer Formation oder dass man über die Grenzen miteinander gewirkt hätte, die waren durchaus gegeben und die standen gar nicht schlecht, weil noch vor dem Ersten Weltkrieg ist da eine Organisation entstanden und zwar die Vereinigung katholischer Edelleute, aber die ist während des Kriegs gar nicht aufgefallen, sondern, und das ist das Interessante, erst ab 1922 fängt diese Organisation aktiv zu werden. Und diese Organisation birgt bei sich zu Hause natürlich in diesem Selbst, wer hat zu ihr gehört? Legitimisten. Zu denen komme ich dann noch einmal, was ist ein Legitimist, was ist ein Monarchist. Aber es ist so gewesen, dass in dieser Organisation Leute gewesen sind, die der Meinung waren, dass diese Monarchie diese Monarchie wieder weiter bestehen sollte. Also man versucht, die Monarchie zu revitalisieren oder wieder einzuführen. Und das Schwierige ist, dass die Adeligen aufgeteilt auf verschiedene Kronnachfolgestaaten, aber verwandt und miteinander verbunden, ausgestattet mit mehreren Reisepässen, denen ist es einfach nicht gelungen, hier einen Diskurs, was wollen wir machen, was ist unsere Zukunft zu bringen. Man hat manchmal den Eindruck, dass der Adel danach gelähmt war und zwar in einer Schockstarre sich verfangen hat und die haben dann Nachrichten herausgebracht und wenn sie dann diese Nachrichten lesen, dann sehen sie, von einem Elitendiskurs ist man sehr weit entfernt. Da gibt es dann interessante Beiträge über das Fideikommiss, die Habsburger Gesetze, vor allem aber über das Autofahren, wie man Autos repariert. Autos gehören tatsächlich zur Domäne des Adels, nicht natürlich, das sind die ersten Autofahrer, es gibt ja mehrere Vereine,
oder auch zum Beispiel über die Trabrennen in der Kreau, da wird sehr viel darüber diskutiert, aber an sich nicht etwas, was jetzt dem Adel irgendwie weitergeholfen hätte, muss man ehrlich gestehen. Und natürlich wurden sie dann ab den 1933er Jahren, als in Österreich dann zunehmend der Ständestaat um sich gegriffen hat und 1934 natürlich der Ständestaat eingerichtet ist. Und da sieht man dann schon auch, der Adel wird zunehmend radikalisierter und in seinem Organ kann man dann so Sätze lesen wie: Wir wollen einen christlichen, ständisch gegliederten sozialen Bundesstaat mit unserem Kaiser Otto an der Spitze. Also das heißt, man will jetzt im Prinzip wieder die Monarchie einführen. Und, aber was zeigt das? Ab den 1920er Jahren sehen Sie, wie sich dieser ehemals habsburgische Adel, sage ich jetzt einmal, der in einem Staat gewesen ist, sich zunehmend anfängt zu nationalisieren, sich zu zersplittern und eigene Interessen zu verfolgen, das ist ganz klar. Möglich ist das geworden, weil zum Beispiel in den, vor allem in der Tschechoslowakei und in Ungarn zwei Vereinigungen eingerichtet wurden. Die ungarische, das waren Geheimbünde, davon durfte kein Mensch zunächst einmal etwas wissen. In der Tschechoslowakei hieß diese Vereinigung die Fahne, also Vlajka. Und in Ungarn hieß das Etelközi-Szövetség oder übersetzt, ist sehr interessant, wenn man das übersetzt, das Land zwischen den Flüssen oder die letzte Heimat der Magyaren. So kann man das übersetzen. Und man muss ehrlich gestehen, dass diese beiden Vereinigungen, ich meine, die tschechische ist dann abgedriftet, da sind dann die meisten Hochadeligen auch ausgetreten, aber bei der ungarischen ist es zu einer sehr interessanten Entwicklung gekommen. Da hat sich nämlich so ein Adeliger mit 5 Reisepässen, er war vor allem ein ungarischer Magnat, darüber aufgeregt. Sie wissen vielleicht, dass Ungarn nach den Friedensverträgen in Paris 3/4 seines ehemaligen Gebietes verloren hat. Also aus Ungarn ist dann eben natürlich auch Rumänien, großteils Rumänien geworden, und die Ungarn haben darauf gesonnen, man muss sich da rächen. Aber wie rächt man sich am französischen Staat, wo diese Ungerechtigkeit entstanden ist? Und da hat man beschlossen, man wird falsche Front drucken und diese Front praktisch in Umlauf bringen. Wesentlich dabei, na, wer macht so etwas? Jemand, der sich auch sanieren will. Und da hat eben ein Ludwig Windischgrätz, eben aus einer dieser Familien, von der ich erzählt habe, dass sie sehr, doch sehr militäraffin gewesen sind, der hat dann eine alte Druckermaschine besorgt, mit der man Front herstellen konnte. Und die Front wurden dann im Herzen praktisch Ungarns hergestellt auf seinem Grundbesitz. Und mit Wissen des ungarischen Innenministers, mit Wissen der höchsten Spitzen des Staates, das wäre alles gut gegangen, wenn nicht ein Mittelsmann bitte zum falschen Zeitpunkt zu einem Frontschein herausgezogen hätte und damit bezahlen hätte wohl. Und das ist in der Tschechoslowakei passiert. Natürlich hat man dann versucht, sofort einmal zu wissen, wo ist eigentlich dieser gefälschte Geldschein hergekommen. Dabei darf man nicht vergessen, in Österreich saß damals auch Bundeskanzler Schober, Polizeipräsident. Das heißt, auch die österreichischen Spitzen waren teilweise wahrscheinlich mit involviert. Also, und dann kam es zum Prozess. Und bei dem Prozess sind alle freigesprochen worden, also alle Involvierten. Also ein bisschen gesessen ist man, so circa 14 Tage, 3 Wochen. Aber sonst hat das nicht gebracht. Das heißt, das war schon eine schwierige Sache. Für mich persönlich, aber ich arbeite auch über den diplomatischen Dienst, habe mir dann angeschaut, wer dieser Vereinigung angehört hat, und ich war dann vollkommen enttäuscht, dass ich, wenn Sie über Personen arbeiten, also Biografien, wachsen Ihnen diese Biografien ein bisschen zu. Ja? Und wie ich dann gemerkt habe, dass ein sehr honoriger Diplomat, der Pallavicini, von dem ich wirklich sehr angetan war, weil er so viele Jahre vom Osmanischen Reich Botschafter gewesen ist, der hat dann natürlich auch, ist an der Anklagebank gesessen und der hat dann zugegeben, der hat erzählt, wie diese Vereinigung entstanden ist, was sie alles beabsichtigte. Ein bisschen abgemildert mein Urteil habe ich, wie er dann zugegeben hat, also dass er das sehr bereut, dass er so etwas angestellt hat. Aber was ich, diese
Persönlichkeiten, also dieser Verein hat wirklich dazu beigetragen, dass Trianon nie vergessen wurde. Also bis heute ist Trianon eine Fehlstelle in der ungarischen Geschichte, wir wissen das, aber hier haben wir so den wirklich lebenden Beweis, also man wird freigesprochen, auch wenn man etwas angestellt hat. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, weil sonst wird es ein bisschen schwierig. Ich komme jetzt zu den Legitimisten und zeitlich komme ich vielleicht ein bisschen in die Bredouille. Zu den Legitimisten und zu den Monarchisten, die in Österreich entstanden sind. Ich habe Ihnen vorher gesagt, dass Sammelbecken waren zunächst einmal die Vereinigung der Edelleute und danach ist natürlich jetzt sind mehrere solche Vereinigungen entstanden, die mehr oder weniger legitimistisch ausgerichtet waren. Das heißt, wir wollen wieder den Kaiser zurück. Wir sind gegen die Absetzbarkeit eines Herrscherhauses, weil das Gottesgnadentum verbietet die Absetzbarkeit eines Herrscherhauses. Hier hat man vor allem dann die Witwe des Kaisers immer wiederholt, weil Zita hat es nie vergessen, irgendwo zu erzählen, also ein Herrscherhaus ist unabsetzbar, weil es eben von Gott praktisch eingesetzt worden ist. Und natürlich, unter den Legitimisten gibt es 5 oder 6 Vereine, die schließen sich dann zum sogenannten Eisernen Ring zusammen im Jahr 1932 und beginnen mit Aktivitäten. Und diese Aktivitäten sind auch sehr interessant, weil sie Forderungen enthalten, die zum Beispiel dann die spätere ständestaatliche Verfassung vorwegnehmen. Und zwar, sie wollen die Einführung eines autoritären, ständisch gegliederten Systems, die Umbenennung der Republik Österreich in einen Bundesstaat Österreich und die Wiedereinführung des Doppeladlers. Und die Eliminierung der Habsburg-Gesetze. Und das sind, in Österreich sind 1919 Habsburg-Gesetze eingeführt worden. Die habsburgische Familie musste praktisch das Land verlassen, weil sie ja nicht einen Thronverzicht leisten wollte. Und daraufhin ist das habsburgische Vermögen einkassiert worden. Nun wird eben das wieder aufgemacht, also es wird praktisch das Gesetzespaket aufgeschnürt für 2 Jahre, und zwar von 1936 bis 1938, also bis Hitler gekommen ist, wurde den Habsburgern das Familienvermögen rückerstattet. Das bedeutet für Österreich heute, Österreich hat sich dann die Habsburg-Gesetze immer wieder jetzt in der Verfassung einschreiben lassen, also das heißt, wird betont, dass das gültig ist, aber es hat davor Österreich nicht geschützt, dass die Habsburger doch vor die Gerichte gegangen sind, dass sie gesagt haben, wir wollen unser Familienvermögen wieder zurück. Ob der Adel tatsächlich eine Wiedereinführung der Monarchie wollte in allen Nachfolgestaaten, das wissen wir heute nicht genau. Das ist sehr viel, sehr ununtersucht, aber wir wissen, dass sie das mitgetragen hätten. Allerdings, diese ganze Entwicklung in Österreich, dass man die Wiedereinführung wollte, weil im Jahr 1921 hatte der Habsburger Karl, bevor er dann in Portugal verstorben ist, ja 2 Restaurationsversuche gemacht in Ungarn. Da wurden dann doch jetzt die ganzen Nachbarmächte, die ja mittlerweile seit 15 Jahren neue Nachfolgestaaten gewesen sind, aufmerksam, vor allem Jugoslawien, dann Rumänien und die Tschechoslowakei waren sehr nervös, was passiert, wenn in Österreich die Monarchie wieder eingeführt wird. Ganz nervös war auch Hitler. Weil Hitler hat Pläne gehabt mit Österreich und deswegen hat Hitler natürlich auch nicht wollen, dass hier jetzt die Monarchie eingeführt wird. Und mitten in diesem ganzen Gedränge natürlich ist auch Otto Habsburg, weil Otto Habsburg hat mit dem Kanzler Schuschnigg, weil Dollfuß ist ja ermordet worden von den Nationalsozialisten, und Schuschnigg war zugleich Legitimist und Monarchist, eine interessante Mischung, nicht? Also das heißt, wie man das beides zugleich sein kann, ist mir nicht ganz klar. Aber Schuschnigg und Habsburg sind durch 3 Jahre in einem, oder 4 Jahre, in einem Briefverkehr miteinander verbunden, wobei Habsburg Schuschnigg auch mehrfach angeboten hat, dass er mit Hitler verhandeln möchte, aber Schuschnigg eben das immer gesagt hat, die Zeit ist noch nicht gekommen und so weiter. Das heißt, Schuschnigg musste, hat wahrscheinlich Angst gehabt, was passiert, vor allem, weil die Drohgebärden von den nachbarlichen Ländern waren ja nicht ohne. Allerdings, warum es doch nicht gekommen ist, hängt wahrscheinlich mit Italien zusammen. Österreich wäre durchaus bereit gewesen, wahrscheinlich
so eine Monarchie à la faschistisches Italien einzuführen. Ja, das ist ein Vorbild gewesen, das hätte man machen können. Und Italien war durchaus auch bereit, es mitzutragen. Allerdings bis zur Rom-Berlin-Achse. Und da hat dann Hitler Mussolini klargemacht, also das ist absolutes No-Go. Und in dem Moment, in dem Mussolini das eben durchgesetzt hat, hätte es zu keiner Restauration kommen können. Aber wenn man sich jetzt den ganzen Adel dabei anschaut, also diese dynastischen Spielchen, führen wir jetzt das ein, fragt man sich doch, wäre der Adel damals überhaupt noch bereit gewesen, hier mitzutun? Weil der Adel, der österreichische Adel, hat sich im Laufe dieser 15 Jahre, circa, in der Republik Österreich anders ausgerichtet. Der tschechische Adel hat sich anders ausgerichtet, der jugoslawische Adel hat sich anders ausgerichtet. Und vor allem der österreichische Adel ist dann auch mit einer Galionsfigur eingetreten. Ich hoffe, ich habe eben hier nicht. Muss ich schauen. Ja, mit Ernst Rüdiger Starkenberg. Ernst Rüdiger Starkenberg ist eine sehr interessante Figur. Er beginnt in der Heimwehr seine Karriere und wird dann auch Chef der Vaterländischen Front und wird natürlich dann auch Innenminister und Vizekanzler. Und dieser Ernst Rüdiger Starkenberg, ich habe hier die Jahreszahl, ist 1899 geboren. Was bedeutet das? Die österreichischen Adeligen, die um 1900 auf die Welt gekommen sind, haben die Monarchie nur wenig gekannt, entweder als Kinder erlebt oder gar nicht mehr. Richtig Erinnerung, ja. Diese österreichischen Adeligen wurden affin für den Nationalsozialismus oder für radikale Ausrichtungen. Das heißt, es ist eine Generationenfrage gewesen, ab wann man zum Beispiel eher sich für ein, sage ich jetzt einmal, ein konservatives altes System entschieden hätte, wie gerne man eben die Habsburger weitergehabt hätte oder ob man andere Karrieren angestrebt hätte. Das sieht man vor allem, wir haben zu Tschechien ganz gute Untersuchungen, wir haben noch ganz wenig Untersuchungen zu Jugoslawien, aber diese Figur hier zeigt es, dass so etwas möglich war, dass man etwas anderes sucht. Also man kann im Ständestaat leben, man muss es nicht jetzt eine Monarchie haben, aber zumindest ist es ganz wichtig, dass die Zügel ganz zügig angezogen sind und vor allem, dass der Adelstand wieder etwas zu sagen hat, etwas zu gelten hat. Ihm wird auch unterstellt, dass er eine zu große Strahlkraft gehabt hatte. Der Legitimismus war international, vor allem aber in Ungarn anschlussfähig, weil in Ungarn gibt es zwei Strömungen, die Karlisten, das sind diejenigen, die für die Habsburger gewesen wären, und die zweite Strömung ist diejenige, die sich für ein Wahlkönigtum hätte einsetzen können, denn Ungarn wird 1920 wieder ein Königreich, bekommt aber einen Reichsverweser, den Horthy, und das ist auch eine interessante Sache, ein Königreich ohne König, das besteht bis 1944 bzw. 1946, und indem man sich nicht genau entscheiden kann, will man jetzt die Habsburger oder will man ein ungarisches Wahlkönigtum. Ich komme jetzt nun kurz noch zu den zusammenfassenden Bemerkungen. Das ist jemand mit Besuchen gekommen. Krisenzeiten und Umbrüche sind Zeiten des Machbaren und auch der Aufbrüche, sofern man schnell und überlegt handelt. Das gilt vor allem für die neue Ordnung nach 1918, die auch ungeahnte Chancen für den Adel parat gehalten hat, etwa in der Frage der Nachfolge oder der Erbfolge, im Heiratsverhalten oder im Rahmen der universitären Ausbildung oder am Arbeitsmarkt, in der Politik auch. Die Chancen sind in der Forschung auch viel zu wenig untersucht, weil entsprechende Fragestellungen ziemlich neu sind. Aber die teilweise parallele Adelsaufhebung in ein paar Nachfolgestaaten und die Abschaffung der Fideikommisse hat in Familien, die weit verzweigten Besitz hatten in den Nachfolgestaaten, doch einiges parat gehalten für die nachfolgenden Kinder. Nämlich, während das Fideikommiss in der Regel dem männlichen Primogenitus zufiel und diesem gemäß der römisch-rechtlichen Prämisse ubi primogenitura
Ibi Apanagium, also dort, wo es eine Primogenitur gibt, gibt es auch etwas zum Essen, die Bürde aufhalste, den nicht erbenden Familienmitgliedern ein standesgemäßes Leben zu ermöglichen, konnte nun ein Majoratsherr die Abschaffung in Verbindung mit der Agrar- und Wohnreform als willkommenes Disziplinierungsinstrument einsetzen, und zwar gegen verschwenderische Familienmitglieder, die Kinder, oder diese dazu zwingen, dass sie einer geordneten Beschäftigung nachgehen. Das bedeutete in Zeiten des Umbruchs die Quadratur des Kreises, vor allem für jene Adeligen, die das Studium davor als Kavalierstour, den militärischen Dienst als lästige Abwechslung und den diplomatischen Dienst als sowieso adelige Erbpacht betrachtet haben. Etlichen Herren vom adeligen Stand ist es nach anfänglichen Schwierigkeiten gelungen, ihren wohlklingenden Namen und ihre weitverzweigten transnationalen Beziehungen als Bonitätsgarantie bei Versicherungen im Bankwesen und Immobiliengeschäft einzusetzen. Und für jene adeligen Töchter, die als sogenannte Kognatinnen geboren wurden und für die sich kein entsprechender Heiratspartner gefunden hat, hat die Neuordnung natürlich nach 1918 den Ausbruch aus der traditionellen Welt bedeutet, für etliche als Künstlerin, für manche sogar als Weltreisende. Finanziell ermöglicht haben, dass die Erlöse, und zwar der Agrar- und Bodenreform, man hatte etwas noch bekommen, und auch die Auflösung der Fideikommisse, weil das musste ja nicht mehr jetzt alles der Erstgeborene bekommen, sondern eben alle. Allerdings, das große Problem der meisten hochadeligen Familien oder des habsburgischen Hochadels waren überholte und auf den männlichen Standhalter ausgerichtete Hausgesetze und Hausregeln, die bis bei einigen Familien bis heute noch in Kraft sind. Diese erwiesen sich vor allem dann als Klotz am Bein, wenn es keinen entsprechenden männlichen Primogenitus gegeben hat, wenn dann plötzlich alle im Hausrat mitgeredet haben, also alle Onkel und alle älteren Brüder wollten dann etwas werden. Na, wie verhindern sie jetzt, dass jemand Primogenitus ist? Dann kommen sie mit den Erbschaftsgesetzen, weil fünf Reisepässe bedeutet, sie werden in fünf Staaten plötzlich Erbschaft zahlen, nicht? Also das hat man damit argumentiert. Dann hat man gesagt, also du hast einen unlauteren Lebenswandel, wir wissen, du hast bis jetzt nicht mit Geld umgehen können, was passiert denn jetzt danach und so weiter. Du hast unorthodoxen Lebensstil, das wollen wir nicht weiterfinanzieren. Mit einem Wort, man hat dann einen Erben meistens gefunden, aus einem anderen, natürlich Verwandten, an Neffen oder so, Großneffen, den man dann eben zum Nachfolger gemacht hat. Und dann hat das Spiel von neuem angefangen, weil dann hat man sich dann beim Richter gesehen, am meisten dabei verdient haben Rechtsanwälte. Und es war nicht unerheblich, ob man aus einem souveränen Haus stammte oder nicht. Es war nicht unerheblich, ob man in Ungarn geboren und erzogen wurde oder vorwiegend in Wien sozialisiert wurde. Und es war nicht unerheblich, ob man keiner slawischen Sprache mehr mächtig war. Also das heißt, man wird sprachloser. Ich habe Ihnen auch noch etwas zu den Mythen und den Doppel versprochen. Zu den größten Mythen zählt ganz gewiss die Meinung, die sich sehr lange gehalten hat und ich bis heute auch in der adelsfreundlichen Literatur, man muss ja nicht adelsfeindlich sein, aber ein bisschen den Wahrheiten entsprechend schreiben, die behaupten, die habsburgischen Adeligen sind überhaupt nicht für das nationalsozialistische Gedankengut zu erwärmen gewesen, also die waren von Haus aus keine Nazis und so weiter. Das stimmt einfach nicht. Ja, also das heißt, es hat jede Familie, ich habe Ihnen gerade vorher gesagt, es hängt etwas mit der Generation, mit der Generationenfolge zusammen. Aber das muss auch noch, und das muss man immer wieder betonen, dass wir den Nachweis erbringen konnten, dass man das ein bisschen genauer anschaut, verdanken wir den geöffneten Grenzen nach 1990, den Archiven, die jetzt zugänglich geworden sind, vor allem aber sehr guten Zusammenarbeiten mit unseren Kollegen in Ostmitteleuropa. Zu den hartnäckigsten Topoi gehören die Vorstellungen, wie hat dieser gelebt. Ich könnte Ihnen über diese Lebensvorstellungen, die man hat, also Vorstellungen über den Adel sind teilweise so kurios, dass man sich das fast gar nicht eigentlich
selbst beantworten kann, woher das kommt. Das kommt wahrscheinlich daher, weil man zu wenig Kenntnisse darüber hat. Und dazu gehört, wie hat der Adel sein Alter gestaltet, wie hat er sein Intimleben gestaltet, wie hat er seine Kinder erzogen und vor allem, hat der Adel überhaupt ein abusives Verhalten an den Tag gelegt? Was heißt abusives Verhalten? Hat er zu viel geraucht oder hat er wahrscheinlich auch Morphium genommen? War er spielsüchtig oder war er nicht spielsüchtig? Das heißt, es hat alles gegeben, aber es geht immer nur in eine Richtung. Also die Mitte der Erklärung wird praktisch nie gesucht. Das ist auch etwas, was noch wahrscheinlich eine große Fehlstelle ist. Und innerhalb dieser Zeitspanne, die ich Ihnen ein bisschen näher jetzt vorgestellt habe, gehört die Zwischenkriegszeit, das ist eben von 1918 bis 1938, wirklich zu den Lücken und innerhalb der Lücke die zweite Hälfte der Menschheit, damit meine ich die weiblichen Adeligen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Maria Bakunek, für diesen spannenden Vortrag. Ein großer Bogen, 640 Jahre Habsburger Dynastie, Habsburger Adel. Wir haben einiges erfahren zur transnationalen Geschichte. Das ist eine grenzüberschreitende, sprachenvielfaltorientierte, übernationale Geschichtsbetrachtung. Wir haben erfahren, dass das Wort Österreich älter ist als das Wort Habsburg, 996, Otto III., das wissen die, die in Hildesheim auch zu Hause sind. Bernhard war Erzieher unter des Dritten. Osterrichi in einer Urkunde erwähnt, Osterrichi. Und von den Habsburgern, urkundlich, wenn ich das richtig genommen habe, 1170 ist die Rede. 1278 die Schlacht bei Dürnkrut, so wie ich das gelernt habe, im Marchfeld, treten sozusagen die Habsburger mit Rudolf in die Geschichte ein, als ja dann die römisch-deutschen Kaiser, und wir haben viel erfahren, wie wichtig der Adel als eine Säule der Gesellschaft der Habsburger Monarchie war, ob es noch andere Säulen waren, wäre vielleicht auch noch ein Punkt. Wir haben an einzelnen Beispielen aufgezeigt bekommen, wie weit der Adel aktiv war in der Diplomatie, in der Vermittlung. Wir haben erfahren, dass es auch systemisierte oder systemspezifische Adel gegangen, nämlich die Ritter, denke ich an den Georg Ritter von Schönauer, einem der geistigen ideologischen Ahnherren von Adolf Hitler. Also der Papieradel, der sozusagen dem Geburtsadel gegenüberstand, eine Zweiklassengesellschaft, von der war die Rede, wir haben von feudalkonservativen und von verfassungstreuen Adligen erfahren und die Zäsur 1918. Zäsur 1918, im Grunde das nun Zugehören zu einer Staatsnation, vorher waren wir in einem multinationalen, multikonfessionellen, multikulturellen, multiethnischen, multireligiösen Raum. Wir haben erfahren, speziell für Ungarn, die Trianon, das Trauma schlechthin ist, für einen Adel, der das in Wirklichkeit nicht hinnehmen will. Und das unter ungarischen öffentlichen Rezeption des Themas heute noch virulent ist. Wir haben vieles erfahren über Legitimisten und Monarchisten, vielleicht kann man da noch Unterschiede herausarbeiten, auch über die Restituierungsversuche, die Rückgängigmachung der Habsburger Gesetze in Österreich der Jahre 1936 bis 1938 unter dem damaligen Bundeskanzler Kurt Schuschnigg. Ich denke, wir haben so eine Fülle von vielen Aspekten durch den Vortrag von Maria Bakunek hier hören können, dass nun Stoff genug sein sollte, auch für eine Diskussion. Hiermit eröffnen wir die Debatte. Ein Saalmikro ist im Raum. Ich harre der Dinge, wer sich hier vortraut, um Fragen zu stellen. Bitte schön. In so einem Fall hat der Moderator immer die Aufgabe, am scharfen Blick das Publikum erstes zu fragen. Wie stand es eigentlich mit dem Klerus und der Kirche als eine Säule? Du hast erwähnt, Thron und Altar sind untrennbar verbunden mit der Geschichte der Habsburger Monarchie, der Habsburger Dynastie. Und welche Rolle spielt auch das Militär? Kann man das gewichten von der Frage her,
des Systemerhalts, der Kohäsion, der Bedeutung war der Adel in seiner breiten Schichtung, auch in verschiedenen Kategorien, letztlich der wichtigste Kitt dieser Habsburger Monarchie. Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Nicht klar geworden ist mir der Unterschied zwischen den Legitimisten und den Monarchisten, weil ich habe den bisher immer synonym verwendet, möglicherweise ungenau und nicht präzise genug. Der Legitimismus, der Versuch also sozusagen die Restauration herbeizuführen, worin unterscheiden sich dann die Monarchisten von den Legitimisten? Das wäre eine zweite Frage, wenn der Schaffung geht, ins Publikum zeigt weiter keine erhobenen Hände. Also ich kann jetzt schon beantworten. Machen wir das. Also jetzt beantworte ich zuerst einmal den Legitimisten und den Unterschied zwischen Legitimisten und Monarchisten. Die Monarchisten konnten sich vorstellen, also ein Monarch muss her, aber es muss nicht unbedingt jetzt, also es kann ein Parlament geben, bei den Legitimisten streben wir an, die Ausschaltung des Parlaments ist der große Traum, also dass nur mehr die ständische Verfassung gilt. Und bei den Monarchisten, wir haben ja das Phänomen der konstitutionellen Monarchie, das ist etwas ganz Wichtiges. Die konstitutionelle Monarchie bedeutet, das ist ein Vorherrscher in Europa, dass man durch die Konstitution den Monarchen beschränkt. Das ist eine ganz wesentliche Dinge. Das erste Wort hat das Parlament und nicht der Monarch, und das hat man ja von England abgeschaut. Das war ja eine ganz wichtige Sache. Und deswegen, und die Legitimisten streben an einen ständischen Staat. Ein paar haben zu reden, die anderen nicht. Eigentlich eine Oligarchie. Mit einem Monarchen, und zwar mit einem von Gott gewählten Monarchen, und der Gott gewählte Monarch sind eben dann die Habsburger. Und bei der zweiten Frage, die Säulen der Habsburger Monarchie, würde ich sagen, die Säulen sind das Militär. Also das schließe ich aus, weil der Adel im Militär zunehmend weniger vertreten war. Der Adel hat praktisch im Militär nicht seine primäre Aufgabe gesehen, weil er musste dort ja dienen, und das Dienen war nicht allen gegeben, also nicht alle wollten dienen, man musste das keinem Krieg unterziehen, und es gab ja dann die ständigen Manöver, das wollte man auch nicht. Das ist das eine, aber die katholische Kirche, sage ich jetzt einmal, der Klerus spielt eine ganz große Rolle. Wir haben ja Gesetze, die Kaiser Franz Josef trotz der Konstitution erlässt, das heißt bis zum Reichsschulgesetz im Jahr 1869 wurde den Schülern in der Schule das serviert, was der Priester gepredigt hat. Und danach erst hat der Lehrer entschieden, was auch in der Schule unterrichtet wird. Und das ist dann der Beginn der Lust von Rombewegung und aller möglichen Dinge. Das heißt, bis 1869 ist tatsächlich das ein sehr starkes Band, und danach versucht man dieses Band zu erhalten. Also das sind die zwei Bänder, sage ich mal, der Thron und Altar, dass man sagt, also an diesen Bändern können wir vielleicht noch diese Monarchie retten. Vielen Dank. Weitere Fragen? Jetzt haben wir eine Frage ganz außen. Nochmal aufnehmen. Bitte kurz da. Eine Frage. Sind die Vermögen, vor allen Dingen der Grundbesitz dieser Adelsgesellschaft, wieder zurückgegeben worden? Und zwar jetzt im modernen Österreich. Wird akzeptiert, dass in den Bayern in den Jahren von 36 bis 38, also in der deutschen Herrschaft, geschehen ist? In Österreich ist es so gewesen, also Österreich ist eine große Ausnahme beim Vermögensentzug. Österreich hat keine Gesetze beschlossen, dass man jemandem etwas wegnimmt, Grund und Boden. Diese Agrar- und Bodenreformen oder Landreformen geschehen vorwiegend in der Tschechoslowakei und in Jugoslawien. In Ungarn wird es ausgesetzt, und ausgesetzt wird es auch in Polen. Aber in Österreich wird der Adelstitel abgeschafft, und wer wirklich betroffen wurde von den Gesetzen, das waren die Habsburger. Die Familie Habsburg, wenn die Familie Habsburg nicht bereit war, sich den österreichischen Gesetzen praktisch unterzuwerfen und österreichische Staatsbürger zu werden und anzuerkennen, dann
was weiß ich, das bereit waren und so weiter, aber unterwegs, dann konnten sie alles behalten. Ansonsten wurde ja, das andere wurde ja sequestriert, wie man so schön sagt, der Staat hat es einfach eingezogen. Und dabei gibt es große Schwierigkeiten, wie viel vom Privatvermögen ist eingezogen worden, des Habsburgischen. Ja? Das ist ein großer Streitpunkt bei uns, weil es gibt eine sogenannte Fideikommissbibliothek. Diese Fideikommiss ist heute staatliches Eigentum. Und diese Fideikommissbibliothek hat Franz I. zum Sammeln begonnen, eine wunderbare Bibliothek in der Hofburg. Und diese gehört zu Privatbesitz. Und die ist heute staatlicher Besitz. Das heißt, auch etliche Bilder und auch Galerien, da ist es im Jahr 36 bis 38 bis dann die Nazis gekommen. Wir wissen gar nicht, was zugegeben wurde. Also auch das ist nicht gut. Aber ich würde sagen, von den Adeligen haben, Habsburger sind auch Adelige natürlich, hat die Dynastie Einbußen erlitten in Österreich. In den anderen Ländern haben alle Adeligen erlitten, auch ob sie souverän waren oder nicht souverän waren. Die Fürsten Liechtenstein haben ja dann sehr viel verloren. Und heute, wenn Sie das heute betrachten, die Republik Österreich hat sie in der Verfassung abgesichert mit dem Habsburg-Gesetz, weil es gab ja dann etliche Versuche der Familie Habsburg, also der Brüder von Otto, noch so lange sie lebten, dass sie an diese Sachen zurückkommen. Das ist auch in der Forschung viel diskutiert, warum sich da nichts bewegt hat, also dass man irgendwie zu einer vielleicht Übereinkunft gekommen ist, gesagt hat, einmal sie geben den Familienmitgliedern halt eben das jetzt wieder zurück. Das hätte wahrscheinlich eine ganze Flut geöffnet, das hätte man wahrscheinlich die Hofburger zurückverlangen, ihre Wohnräume von Franz. Man muss ja dann, wo hat der Kaiser gewohnt in der Hofburg? Die habsburgischen Schlösser. Schön wohnt. Ja, natürlich. Es war alles, Schönbrunn, alles, also Schönbrunn, alles, das war ja das wäre in einer Flut geendet zwischen der österreichischen Republik und allen anderen. Aber was ich hier erwähnen möchte, ist eine ganze, wir haben uns lange gefragt in der Forschung, wann gibt die Stimmung in Österreich gegen den Adel die Habsburger? Das können wir jetzt noch nicht so genau beantworten, aber die Stimmung gibt zu langsam, sage ich jetzt einmal, weil die Vorstellungen, auch falsche Vorstellungen über die Habsburger praktisch auch in der Zeitung drin gestanden sind und manche waren nicht sehr vorsichtig. Also das heißt, dass sie jemanden ständig beim Polospielen abbilden oder dass er Auto fährt und so weiter, das macht nicht gerade gute Stimmung, wenn andere wenige. Aber der Kaiser hat sich etwas erlaubt, der Kaiser ließ die Kronjuwelen, die doch nicht den Habsburgern gehören, also Kronjuwelen bedeutet, womit man sich kommt, ja, die eigentlich der Monarchie gehören oder dem Staat, die hat er außer Landes bringen lassen von Grafen Berchtold. Also, und der Graf Berchtold hat sich vom Schober, vom Polizeipräsidenten ausstellen lassen, einen Schein, dass er die Grenze bei Feldkirch übertreten darf, weil an der Grenze zu Feldkirch haben alle gewusst, da werden jetzt die Habsburger ausreisen. Und da kamen dann die Polizisten und der Polizist bekam dann, der Grenzpolizist bekam dann eben diesen Übertrittschein, also dass dieser Graf Berchtold mit allem ausreist. Und bis heute weiß man nicht, wo der Schmuck verblieben ist. Stimmt es, dass er tatsächlich in Bern eingeschmolzen wurde? Stimmt es tatsächlich, dass sich der Karl seinen zweiten Restaurationsversuch in Ungarn hat finanzieren lassen? Also es weiß niemand. Es würde mich gar nicht wundern, Sie haben heute die schöne Krone hier oben gesehen, ja? Würde mich gar nicht wundern, dass vielleicht irgendwann einmal irgendwas auseinander. Aber es gibt Berichte darüber, die sagen, es geht um zwei oder drei wirklich sehr berühmte Schmuckstücke, dass man so ein Haus, ein Aktionshaus, hat die Diamanten und die schönen Steine so zerkleinert, dass sie nicht mehr erkennbar sind. Ja? Und dabei hat sich dann auch herausgestellt, dass diese Krone von der Maria Therese, die zur Hauskrone gar nicht das wert ist, was angegeben wurde, weil die Steine hat man damals umgefärbt, also das erste Mal Turmalin gefärbt und so weiter. Das heißt, es gibt da unzähligen Stoff für kleine Kriminalromane. Also solange das nicht irgendwie geklärt ist. Eine never ending story. Weitere Fragen? Ich hätte eine gern zu äußern, und zwar, du hast kurz durchblicken lassen, der Unterschied zwischen dem preußischen, burgischen Adel und dem Habsburger Adel. Und da kam zum Vorschein Stichwort Differenz Militär, Stichwort Ländereien, Besitz und so. Kann man das noch genauer
ausdehnen, gibt es da eigentlich schon vergleichende Adelsforschungsstudien? Und was mich sehr erstaunt hat, dass du von der Nationalisierung des Adels gesprochen hast, sozusagen nach 1918. Wieso war der eigentlich gar nicht so europäisiert? Oder war das nur ein Etikett und projizieren wir zurück praktisch im Sinne einer transnationalen Geschichte, dass sozusagen der Adel per se europäisch getickt hätte, für die europäische Einigung eingetreten wäre, und ist das eben auch möglicherweise einer der Mythen, dass der gar nicht so europäisch war, sondern eben dynastisch gedacht hat oder in den Hausmachtstrukturen oder in den kleinen Kategorien von Herrschaft? Und eine dritte Frage hätte ich noch. Nein, ich habe eine Antwort, das erste. Okay. Ich komme jetzt auf den preußisch-brandenburgischen Vergleich und den österreichischen Adel. Oh ja, wir haben Vergleiche angestrebt. Wir arbeiten zusammen zum Beispiel auch mit deutschen Adelsforschern, was sehr wichtig ist, ja zwei große Konferenzen in Wien gemacht und dann noch zwei weitere in Prag. Und es ist schon so, dass zum Beispiel zum preußisch-brandenburgischen Adel, wie es sich erhalten hat, von Stefan Malinowski, also da liegt wirklich eine tolle Monographie vor, die uns ja vielen meiner Mitarbeiter hat es wie eine Bibel, also eine Bibelart bekommen. Also wir haben versucht, dann auch ein bisschen so den österreichischen Adel oder habsburgischen Adel einzuordnen, wie es Stefan Malinowski gemacht hat. Und da gibt es dann Unterschiede, vor allem wenn man dann jetzt ins Konfessionelle hinein. Also die Konfession spielt eine große Rolle, die spielt eine wesentlich größere Rolle als die Nation. Das muss man wissen. Ja? Das spielt eine größere Rolle. Im habsburgischen Adel. Natürlich. Auch mit der Heirat. Also wen heiratet man? Ich habe eine vergleichende Dynastiestudie auch einmal gemacht und da ist es so, dass zum Beispiel der orthodoxe Adel durchaus, wenn man heiratet, als protestantischer Adeliger in ein orthodoxes Haus ein, das ist zum Beispiel das russisch-orthodoxe Kaiserhaus oder in das serbische Königshaus. Aber man hat umgekehrt nicht so eingeheiratet und die Habsburger haben selten konvertiert oder eine habsburgische Prinzessin hätte dann konvertiert natürlich, das wurde ja nicht sehr gerne gesehen. Das heißt, es gibt auch hier sehr viele Möglichkeiten, ich würde sagen, es ist auch der Adel anders konstruiert, vor allem nach 1918. Da ist der Unterschied auch sehr stark auszumachen, weil die Gesetze im Deutschen Kaiserreich waren etwas anders. Wenn du sehr lange drin gedient hast, du hast ja sehr viel alten Adel, aber das ist ein kleinteiliger Adel, der hat sehr wenig Besitz teilweise, ja. Und denen ist dann nach 1918 natürlich abhanden gekommen die Militärkarriere. Bei meinen vielen Jahren konnte man einen natürlichen Adelstitel erwerben. Und dann war man wer. Aber jetzt ist das jetzt weggefallen und das war eine große Schwierigkeit. Da sind noch Untersuchungen, also Vergleiche durchaus ausständig, also die man machen könnte. Die zweite Frage war von dir nach dem Europäischen. Das war die Frage sehr gut. Ich behaupte ja immer, es gibt seit dem Mittelalter zwei europäische Formationen, die alle, nicht jetzt nationale Grenzen, aber sonstige Grenzen überwunden haben. Dazu zählen die Mönche und die Adeligen. Natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, wie diese ganzen Klösterstrukturen errichtet wurden, da sieht man zum Beispiel, wie die Benediktinerklöster wachsen oder Zisterzienser wachsen und so weiter, oder wie sie ihre Häuser gründen. Das kann man dann sehr schön verfolgen, praktisch bis ins 16. Und beim Adel, können Sie schauen, der Adel erleidet in Europa einen großen Ahnenverlust. Ahnenverlust bedeutet, wenn das Adelshaus in männlicher Linie ausgestorben ist. Dann wird es meistens dann weiter fortgeführt, zwar mit einer Frau, ja, also die Frau ist nie ausgestorben, das muss ich dazu sagen, aber die hat in ein anderes Haus eingeheiratet. Man muss das von einer anderen Vision sehen, das lernt man aus der Soziologie und aus den Sozialwissenschaften, dass man das Familienmodell, das in Europa vorherrscht, annimmt, also die Frau heiratet römisch-rechtlich unter das Dach des Mannes und dann wechselt sie die Familie praktisch, ja, die weibliche Stammeslinie geht nicht weiter. Und da kommt es zum Ersten, also da sehen Sie dann, wenn Sie vergleichen, vom 10. Jahrhundert bis in etwa 16. Jahrhundert, auch das, da habe ich vorhin schon dazu gemacht, da sehen Sie bis zur Reformation, wie diese dynastischen Häuser miteinander heiraten. Also von der britischen Insel bis hinunter nach Sizilien und so weiter und so fort. Und dann kommt die Reformation und in England geschieht noch etwas anderes.
Church of England, und damit ist die anglikanische Kirche, damit ist dieser Bruch praktisch auch mit den britischen Inseln gegeben. Das heißt, hier jetzt einmal, sage ich einmal, jetzt geht es ein bisschen zurück. Ich habe mit dem Problem, mit dem Wort Europa, Europäisierung, ich habe nicht ein Problem, weil, wenn man auch Russland drin lässt. Aber meistens in diesem großen Problem des Namens, des Begriffs Europäisierung bleibt Russland oft draußen. Ja? Wir müssen den russischen Adel auch hier mitdenken, der hineinkommt. Und wenn wir uns jetzt auf den habsburgischen Adel einmal zurück besinnen, die hochadeligen Familien waren ja miteinander verwandt, ohne alle Grenzen. Wir haben über alle Grenzen geheiratet, natürlich, haben Kontakte gepflegt, das heißt, ist ein schlimmer Fall eingetreten, so wie 1918, dann hat man sich im Fall des Falles, wenn man drohte unterzugehen, hat man sich bei der Familie dann irgendwie rückversichern können. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Kontakte dann mit Bayern oder mit, sage ich einmal, mit Spanien oder mit Frankreich. Sonst hat man Beziehungen aufrechterhalten. Das hat aber trotzdem nicht verhindert, wenn du in deinem Land leben wolltest, weiterhin weitergeblieben bist. Und vor allem der böhmische Adel ist das sehr stark. Der böhmische Adel beginnt dann auch gegen Hitler zu arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass sie... Aber es ist auf die nationalen Grenzen, auf die Bedürfnisse der nationalen Grenzen zurückgehende Aktivität. So könnte man es. Vielen Dank. Vielen Dank. Machen wir eine weitere Fragerunde. Herr Heinrich, dann Thomas Wunschig und dann kriege ich meine dritte der zwei. Ja, vielleicht zum Schluss vielleicht nochmal, wo ist der Arzt heute? Der ging mir durch den Kopf. Gibt es immer noch eine in sich mehr oder weniger homogene Gruppe? Wo sind die Immobilienvermögen geblieben? Also gibt es eine Gruppe, die vielleicht immer noch vermögend ist, in sich ein Geschlossenheitsgefühl hat? Sie wachsen die Verwandtschaftsbeziehungen. Gibt es eine Gruppe, die vielleicht über Nationen hinaus ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat? Und gibt es möglicherweise, wenn das so wäre, Versuche, auch politische Einflussnahme erneut möglich zu machen? Können wir es dann? Ich stelle die zweite gleich jetzt danach. Und Thomas Munchik noch. Die Affinität zum Nationalsozialismus ist angesprochen worden. Also es gab eine gewisse Tendenz auch zum Nationalsozialismus. Wie sah denn die NSDAP oder die Nationalsozialisten die AfD? Thomas. Der Adel verschwindet natürlich in Österreich. Wir haben ja direkt vor der Tür, das ist gerade nach Österreich bezogen. Aber wir an. Was mir zu kurz gekommen ist, ist, Sie haben ja erzählt, dass Sie über die Jahrhunderte eben, weil Sie Kunst erweisen mussten, an die Bankhäuser angewendet haben. Also die Bürger und wie sie alle hießen, haben schon viel mehr Signale da machen. Bitte zur Frage. Und die Frage ist eben genau wie mein Vormann, haben Sie irgendwelche Erkenntnisse über diese Verbindung, also Geld und Adel? Und inwieweit ist der Adel eigentlich auch durch die Frage, durch die sich dann in der Hand getreten worden? Drei Fragen, bitte antworten. Das ist jetzt, fange ich mit den finanziellen Fragen einmal an. Kommen Sie einmal zu Ihrer, vielleicht legt Sie dann noch ein bisschen. Natürlich hat der Adel, wenn Sie jetzt vom Grundbesitz und über, ich kann Ihnen jetzt nicht alle möglichen Familien aufziehen, aber ich komme jetzt auf zwei Familien vielleicht zu sprechen. Ich komme auf die Familie Liechtenstein zu sprechen und Schwarzenberg. Ja? Also das sind klingende Namen, klingende europäische Namen. Karl Schwarzenberg kennt auch jeder, er war bei Václav Havel, war natürlich dann auch in seiner Nähe und hat eine große Rolle gespielt und er war Außenminister tschechischer und gibt auch immer wieder Interviews. Er ist schweizerischer Staatsbürger, er ist kein österreichischer Staatsbürger, weil man damals dann die schweizerische Staatsbürgerschaft genommen hat. Der tschechische Staat hat natürlich eine Lex Schwarzenberg erlassen. Bei ihm innerhalb der Schwarzenberg-Familie gibt es auch das Problem, dass man dann keine Nachfolger mehr hatte, man musste jemanden adoptieren und so weiter. Und deswegen ist der Karl Schwarzenberg dann eben praktisch als eine Seitenlinie oder Nebenlinie ist dann eben zu Ehren gekommen.
Und die Schwarzenberg, der Karl Schwarzenberg, auch das spielt eine Rolle beim Zurückgeben, wenn ich jetzt ganz aktuell bin. Ja, zurückgegeben wird in den Ländern nach 1990 denjenigen adeligen Familien, die nachweisen konnten, dass sie sich nicht nationalsozialistisch beteiligt haben, die nachweisen konnten, also dass sie zu dieser Nation irgendwie gestanden sind. Hier kommt jetzt das nationale Prinzip doch tatsächlich stark zum Tragen, ja, die man nachweisen konnte, dass sie zum Beispiel 1938 erst darum gegangen ist, ob man für Hitler votiert ist oder für den Staat, dass man angegeben hat, nein, man ist jetzt tschechischer Staatsbürger weiterhin geblieben. Und die Schwarzenberg konnten das schon nachweisen, weil sie hatten ja praktisch, war sehr verwurzelt in dem eigenen, und Karl Schwarzenberg, weil er jetzt kein anderer Staatsbürger ist als Schweizer, die haben einiges zurückbekommen, aber nicht alles. Also es wird hier schon ganz genau geschaut, was gibt man zurück. Diese Schlösser sind heute zum Beispiel in Tschechien in staatlichem Besitz. Da gibt es dann dieses Denkmalamt, das diese Schlösser auch beaufsichtigt. Und das ist praktisch so, wie jedes Land hat ein Denkmalamt derzeit. Und da sind dann Angestellte, das trägt zur Erhaltung dieser Schlösser bei. Bei den Liechtenstein war das etwas anderes, weil der liechtensteinische Fürst war liechtensteinischer Staatsangehöriger. Und die Liechtenstein hatten große Schwierigkeiten, dem tschechischen Staat in der Zwischenkriegszeit nachzuweisen, dass sie keine Österreicher sind oder kein Appendix der Österreicher. Ja? Die mussten nachweisen, und es war schwierig zu sagen, wir sind Staatsangehörige des Fürstentums Liechtenstein, weil sie waren ständig im 19. Jahrhundert, muss man sagen, mit der österreichischen Geschichte stark verwoben, haben Dienste für Österreich durchgeführt, so wie dieser Franz Liechtenstein. Da war es sehr schwierig, diesen Beamten das zu verklickern. Und da hatten es die Staatsbeamten, die Tschechischen, ein leichtes Spiel, denen immer wieder zu sagen, na, ihr seid ja gar nicht souverän, was wollt ihr? Und als es zur Abstimmung kam, also Hitler oder nicht Hitler, hat dann jemand für den Fürsten, das ist auch nachgewiesen, eine Unterschrift geleistet, und da wusste man genau, dass der Fürst gar nicht da gewesen ist, also man hätte gar nicht hinschreiben können, welcher Staatsbürger man gewesen ist. Und was haben Sie heute zwischen Liechtenstein und dem tschechischen Staat, ist ja überhaupt keine Beziehung, weil es ist so, wenn man ehrlich ist, also wie kann man diese Sache irgendwie lösen, das ist eine Schwierigkeit. In nein, das weiß man nicht. Das wäre ja polemisch, ja. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel natürlich der Adel heute besitzt, wir haben in Österreich besitzenden Adel, das sind tolle Familien, also die Hoher Spritzenstein, die sind sehr stark im Holzgeschäft, da komme ich jetzt dann nämlich zu den wirtschaftlichen Fähigkeiten. Da wir so wenig wissen praktisch, wie tatsächlich der Adel sich wirtschaftlich betätigt hat, auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, haben wir auch voll falsche Vorstellungen, und wir sitzen dann irgendwelchen Aussagen auf, die jemand adelsfeindlich geschrieben hat. Es gibt eine starke Abwehrhaltung gegen den Adel, und da schreibt man, da kann er gar nicht damit umgehen, der weiß gar nicht, wie man Holz macht. Das stimmt gar nicht. Ja? Und da werden einfach Gemeinplätze dann weiter. Oder das Problem ist auch, wenn man nur zu stark sich dann auf die Adelsmemoiren fokussiert. Die schreiben wieder das Gegenteil. Das heißt, sie haben nicht die Mitte. Es fehlt die Mitte und es fehlen empirische Forschungen dazu. Was wissen wir heute dazu? Die Adeligen haben in der zweiten Hälfte etliche Familien begriffen, dass man etwas neu machen muss, und zwar, dass man zum Beispiel die Ökonomie verändern muss. Die haben im Wald neue Sachen eingeführt. Es waren nicht nur Jäger. Ja, es gibt Jagdgesellschaften, die sind vorbehalten für die Freizeit, aber der Adelige hat meistens gewusst, welchen Waldbestand er hat, wo er aufforsten muss, was geschnitten werden muss. Viele Adeligen fangen an, Sägewerke einzurichten und verkaufen über die Sägewerke dann auch das Holz. Holz ist sehr wichtig, ein wichtiger Rohstoff, verkaufen auch sonstiges, also Holz ist etwas Nachwachsendes. Auf diesem Segment sind sie wirklich stark. Dann haben sie bei den Adeligen natürlich genug aus diesen lukrieren können, also sie steigen dann auf die, auch im Verkauf, sage ich jetzt einmal, von verschiedenen anderen Produkten, also bauen auch Weizen und so weiter. Der Adel bildet sich erst zwar nicht universitätsaffin, das wirft man immer vor, ja, dass zu wenige an die Universität studieren gehen, und wenn sie studieren gehen, dann studieren sie alle nur Jus und dann ist Schluss. Ja. Und, aber wir wissen heute, es gibt viele adelige Ärzte. Ja, tolle Ärzte, also Augenärzte und sonstiges, die, oder Nervenärzte, was auch immer.
Das sind einige aus Nebenlinien von Familien, die doch nicht so viel hatten. Das heißt, Sie müssen immer so denken, eine Familie ist ein großes Haus. Es gibt die Hauptlinie, die das besitzt, und dann gibt es dann weitere Nebenlinien, die unter Umständen, zum Beispiel die Auersberg. Bei den Liechtenstein ist das nicht so gegeben oder so. Der Adel hat natürlich umgesetzt, und viele Adelige, sie gründen ja zum Beispiel die österreichische Kreditanstalt. Die sitzen drin im Aufsichtsrat der Kreditanstalt. Da gibt es Adelsbanken. Die Adeligen begreifen nach 1950 sofort, dass man sich umorientieren muss. Vor allem aber wird in Österreich die Grundherrschaft abgeschafft. Und die Bauern, die freigekommen sind, mussten sich loskaufen von der Grundherrschaft. Das wissen die wenigsten. Man ist nicht einfach, nein, Loskauf gibt es überall. Und aus dem Loskauf und so weiter, oder dass man irgendwie etwas aus dem Verkauf, sind sehr viele Adelige auch reich geworden. Ja? Und die haben das dann natürlich in sinnvolle Dinge wie in Banken beteiligen oder sonstige Industrie, Bierbrauer. Die Fürstenberg, die ja auch zum Beispiel also in Deutschland als Adelige sehr fest waren, bitte, die ziehen eine tolle Brauerei auf, die heute noch sehr, sehr gut wirtschaftet. Das heißt, wir sitzen viel Märchen auf und es fehlen einfach hier Forschungen. Also die Nazis haben vor allem Hitler ein großes Problem mit den Adeligen gehabt. Er schreibt ständig irgendwelche schlechten Sachen über sie, und die Nazis wollten mit den Adeligen nicht viel am Hut haben. Ja. Aber was wir über den Adel heute wissen, ist, es geht ja nicht nur um den Hochadel, es geht um den kleineren Adel. Und je mehr sie runtersteigen, wo sie ein höheres Sample haben, ja, bei den hochadeligen Familien haben es dann halt in jeder Familie ein oder zwei, die dem Nationalsozialismus anheimgefallen sind. Aber bei den kleineren ist es wesentlich größer, also muss ich ganz ehrlich gestehen, weil die haben ja wenig zu verteilen gehabt. Also die Beziehung zwischen den Nazis und den österreichischen Adeligen ist schon aufgrund der Konfession und aufgrund dessen, was Hitler geschrieben hat, keine gute, muss ich mal sagen. Also eigentlich eine, die schützt. Ja? Das ist ganz anders, zum Beispiel auch dann später wie mit dem deutschen Adel, der sich sofort in den neuen Adel transformiert hat, das ist eine andere Geschichte. Also das würde ich schon meinen, dass die Religion eine starke Prägung hatte. Und natürlich Otto von Habsburg, oder Otto Habsburg, wie man ihn nennt, man kann ihn ja voll auch sagen. Der Otto Habsburg ist derjenige, der gegen Hitler neben Mexiko als einziger gegen den Anschluss protestiert hat. Das stimmt, und das hat man ihm natürlich, das hat ihm keine gute Presse bei den Nazis eingetragen. So, er war stark gegen den Anschluss. Ja, aber klein. Die gegen den Anschluss optiert haben, auch die Sowjetunion. Ja. Hat mit ihrem Volkskommissar Litvinov. Litvinov, ja. In der Bevölkerungsversammlung öffentlich Protest angelegt gegen den Anschluss. Ja. Das war den Tschechmarsch recht. Das ist die Tschechoslowakei. Ja. Um Österreich sozusagen zu befreien. Wie ausgesehen hätte, ist eine andere Frage. Aber interessant, Otto von Habsburg war praktisch ein Feindbild, eine Drohkulisse, ein Drohgespenst. Ja. Wenn man die Berichte von Franz von Papen liest, den Sondergesandten Hitlers in besonderer Mission in Wien, der sieht die Gefahr des Legitimismus oder der Anarchisten der Restauration als eine wirkliche Gefährdung der Anschlussambitionen der Nazis. Deswegen haben wir früher beim Legitimismus von Schuschnigg auch gesagt, ich kann das sehr schwer miteinander verbinden. Der eine, also dass man sich so stark versteift und dazu einfach Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir haben einen sehr spannenden Vortrag gehört. Aber es gibt noch eine Frage? Ja, ja, genau. Ich möchte gerne wissen, in welchem Zusammenhang kleiner Adel, das kleine Adelsgeschlecht so hoch an den Österreich steht. In welcher Schrift? Kreiner, wie Auersbergs. Ah, Sie meinen den kreinischen Adel? Das ist der slowenische Adel. Ja, das ist die Auersberg, vor allem wir haben bei den Auersberg, muss ich ehrlich gestehen, bei den Auersberg haben ihre meisten Güter in der Gutsche. Die Gutsche ist eine Sprachinsel, die besteht seit dem 14. Jahrhundert, und zwar eine deutsche Sprachinsel. Und in dieser Sprachinsel, die entsteht mitten in einem Urwald im Mittelalter, wo man sehr viel Wald schöpfen kann. Und da haben dann die Auersberg ihre Besitzungen gehabt, und die
keine Schar, die Ausweg sind sehr bald. Deutsch-National, weil sie werden Herzöge der Gutsche, das ist ganz interessant, und der Adolf Auersperg, der ist wirklich schlimm. Also das muss ich Ihnen schon ehrlich gestehen, also der hat, also von dem haben wir Sachen gelesen, es gibt eine Diplomarbeit, die bei mir entstanden ist, da habe ich mich schon gewundert, also was aus so einer fürstlichen Feder alles herausgeholt ist, muss ich, also aus einer adeligen Feder. Aber das, der Auersperg ist nicht der Einzige. Sie haben auch anderen Adel in Krain, zum Beispiel die Windischgrätz. Ja? Das ist, die Windischgrätz haben zwei Linien und beide Linien sind sowohl in Böhmen als auch in Krain, als auch in Österreich begütert. Und bei den Windischgrätz finden Sie vor allem in der Seitenlinie, da war der eine ja mit der Ersche verheiratet, mit der Tochter von Rudolf, von Kronprinz Rudolf, und diese Tochter ist ja dann später rote Erzherzogin geworden, also Sozialdemokratin, hat einen Sozialdemokraten geheiratet. Bei den Windischgrätz ist es so, dass die Windischgrätz, die meines Wissens bis jetzt die einzige Familie waren, die sofort nach 1918, als zunächst das König, also der Staat, das Slowenen, Serben und Kroaten und dann eben das Königreich, das Serben, Kroaten und Slowenen umgedreht, gegründet wurden, die haben in einer Zeitung annonciert, ich kann nur paraphrasieren, was ich hinein annonciert habe. Wir sind selbstverständlich bereit, genauso gute Staatsbürger hier in diesem Staat zu werden, im neuen Staat, wie wir in Österreich gewesen sind. Wir werden alle unsere Pflichten erfüllen und alles für den Weiterbestand dieses Staates tun. Und das war natürlich eine sehr geschickte Sache, weil die wussten, es kommen Landreformgesetze, obwohl Jugoslawien war ja eine Monarchie, das dürfen Sie nicht vergessen. Ja? Also wegen des regierenden Hauses. Und dann der Windischgrätz hat dann alle Briefe angefangen, natürlich auch in den landesüblichen Bezeichnungen, der hat nur Slowenisch, er ist mehr in Vereinen drin gewesen, hat sich auch politisch sehr stark für die konservative Partei gemacht. Und wir dann gesehen haben, dass nichts gefruchtet hat, ja. Nur wenig, also nicht das, was sie erwartet hat, hat er dann die Staatsbürgerschaft gewechselt, wurde Italiener. Und ja sicher, und hat dann als Italiener versucht, seine Besitzung am Rand zu Italien zu verkaufen, was ihm auch gelungen ist, aber da hat er das wieder zurücknehmen müssen. Also eine schwierige Beziehung. Die Beziehung endet dann traumatisch eigentlich 1944, als dann eben dieses Schloss verbrannt wurde. Es geht ja nicht mehr ein Schloss. Der krainische Adel ist durchaus in mehreren Facetten zu sehen, aber der Auersperg gehört zu den schwierigeren Personen. Wir haben bis dato einige Untersuchungen, Michael Breinfall hat es toll geschrieben. Dann gibt es die Schwierigkeit, zum Beispiel der Herberstein, also der Nachfahre, dieses Herberstein, der in Russland gewesen ist. Dieser Herberstein, die haben auch, waren immer sehr, wie soll ich sagen, sie haben die Sprache beherrscht, das war ein Grundsegen, die Sprache zu beherrschen, dass sie was zurückbekommen und Staatsbürger des Landes zu werden. Bei den Herberstein bin ich mir aber nicht sicher, ob es nicht österreichische Staatsbürger blieben und dass das eben eine Schwierigkeit darstellt. Und deswegen, wenn Sie das heute schauen, ich verfolge auch die ganzen Restitutionen, also was wird zurückgegeben. Weil wir wollen eine große Tagung machen und bei dieser Tagung wollen wir präsentieren, so viel ist den Adeligen weggenommen worden, so ist zurückgegeben worden. Und da sehen wir, dass der Kirche fast alles zurückgegeben wurde in Slowenien. Und bei den Adeligen so wenig und die Lichtenstein, die Windischgrätz scheitern ständig. Ja? Es gibt ja in Wien jede Menge Paläste Auersbergs, ja? Die den Namen tragen. Und es gibt ja auch den Ort, es gab mal den Ort Auersberg in Slowenien. Ja, Turjak, ja. Die Verbindung zum Hochadel in Österreich. Ist da. So, bei jetzigen Auersberg. Die haben natürlich, das sind die Auersbergbräu, ne? Also wenn sie Material brauchen von der Familie, dann bekommen sie das auch. Und ich habe, auch das ist etwas, wenn sie, ja, das ist, ich bin zu der, zu dem gar nicht gekommen, dass ich das erwähne. Das größte Problem, das wir zum Beispiel in Österreich heute haben, ist in die adelige Privatarchive zu kommen.
Also wenn ein Adeliger sagt, ich gebe Ihnen jetzt das Material nicht, dann kriegen Sie das nicht. Und die Auersberg sind hier sehr zugänglich, muss ich ehrlich gestehen. Auch die Windischgrätz, was dort im staatlichen Archiv liegt, waren sehr zugänglich. Also ich habe, aber es ist auch so, ein Teil der Auersberg-Archinale liegt in Slowenien. Ja, das können Sie verwenden. Aber das, was er zu Hause im Privatarchiv hat, das können Sie nicht. Und viele Dinge, die ich Ihnen hier erzählt habe, ich kann Ihnen einfach nichts gesichert so sagen, weil ich den Einblick darin nicht habe. Man wird auch teilweise, gibt es dann auch Probleme, zum Beispiel, dass jemand sagt, wir wollen gar nicht, dass Sie das so interpretiert haben. Ja? Weil wir haben Ihnen jetzt im guten, treuen Glauben die Archivalien gegeben und jetzt haben Sie das rausgelesen. Ja? Also man liest ja auch unterschiedlich Sachen. Das sind doch die Dinge. Okay, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank noch für diese Zusatzfragen und Beantwortung. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, nochmal bei Ihnen allen, in erster Linie bei unserer Referentin für den Vortrag und Diskussion. Ich darf Sie aufmerksam machen, dass wir nächste Woche noch weiter zurückgehen. Wir gehen zurück bis zu Karl dem Großen. Wir haben mit Max Kerner, einem der besten Kenner der Biografie von Karl dem Großen, einladen können. Er wird aber nicht nur über Karl den Großen, sondern auch über den Mythos um Karl den Großen sprechen. Nächste Woche hier an gleicher Stelle im Rahmen unserer Vortragsreihe Max Kerner von der Rheinisch-Westfälisch-Technischen Hochschule Aachen. Nochmal großer Dank an Maria Makuni für Vortrag und Diskussion.